So in 1966, Time magazine, look at this cover, asked the question, is God dead? But then 4 years later, they claimed the Jesus Revolution was here. So what changed? Well, a new movement grew in Southern California, which just became the focus of a new movie. These people are hippies, rebels against old-fashioned authority. I think these kids need help. What they need is a bath. You're passing judgment on people you know nothing about. Maybe that's why your church is so empty. When God walks in here, brings me a hippie, I'll ask him what it's all about, because I do not understand. This house has a very good vibe. Willkommen zum zweiten Teil von Jesus Revolution, gefälschtes Christentum im Vormarsch. Wir setzen unsere Analyse fort des derzeitigen Films Jesus Revolution, der bereits in den USA seit einigen Wochen am Laufen ist. Und diese Bewegung, die Jesus Revolution, die in diesem Film porträtiert wird, die hat einen enormen Einfluss auf das Christentum genommen. Und so liegt jetzt vor uns ein weiteres, sehr, sehr spannendes und augenöffnendes Studium. Also bleibt dran. Everybody, Greg Laurie, Pirates 12, Kelsey Grammer, Jonathan Rumi, Chuck Smith, and Lonnie Frisbee. So we're getting ready to shoot a baptism scene a little bit later. And you guys have done such an amazing job in this film, both of you. Just incredible. You have great chemistry together. There was a scene we were shooting recently in Alabama, and I felt like I went back in time, and I was experiencing it as it happened, you know, in the tent and then in the chapel. So I'm so glad you guys are part of this. Neben Kelsey Grammer und Jonathan Rumi war die andere Person in diesem Clip, die das Interview geführt hat, Greg Laurie. Und wir werden bald mehr über Greg Laurie erfahren. Das wird sehr spannend. Aber lass uns schnell zusammenfassen, was wir bisher studiert haben. In Teil 1 haben wir uns die Geschichte der aufkommenden Calvary Chapel angeschaut, deren großen Einfluss, wie es zu einer großen Bewegung bis zum heutigen Zeitpunkt gewachsen ist. Mit dieser Einstellung, komm wie du bist, und wie wir gesehen haben, dass der Standard in diesen Kirchen weit herabgesetzt wurde, um Menschen letztendlich zu Christus zu führen und dass ein sehr oberflächliches Evangelium verkündigt wird, was wir uns auch noch heute genauer anschauen werden. Und das hat das heutige Christentum enorm beeinflusst. Wir haben uns Personen angeschaut wie Chuck Smith, den Gründer der Calvary Chapel, Lonnie Frisbee, mit dem er zusammengearbeitet hat, den bekannten Hippie-Prediger. Und wir haben auch gesehen, dass diese Leute sehr stark involviert waren und beeinflusst von einer Person mit dem Namen Catherine Kuhlman, die als eine der ersten sogenannten Glaubensheiler bekannt wurde, die, wie wir bereits festgestellt haben, absolut dämonisch und eine sehr unheimliche Person ist, die, wie wir es ganz klar sagen können, eine falsche Prophetin war. Und nicht nur alleine Lonnie Frisbee war sehr stark von ihr beeinflusst, sondern auch andere Heretiker wie Benny Hinn. Sie war sehr stark in der Ökumene drin, das werden wir uns auch noch heute angucken, und hatte mit anderen Glaubensheilern zu tun wie Oral Roberts. Und diese Persönlichkeiten und diese Verbindungen aus dieser Zeit heraus haben ein Fundament gelegt für weitere Dinge, die sehr kritisch zu betrachten sind, wie zum Beispiel The Word of Faith Movement, wo Kenneth Copeland, andere Leute mit involviert sind, die charismatische Bewegung an sich, auch die neuapostolische Reformation, Bethel Church, all diese Dinge, die wir heute sehen in der Christenheit, mit ihren vielen dämonischen Lehren und auch Praktiken. Und wir werden auch einiges heute noch mehr über Catherine Kuhlman in dieser Präsentation lernen. Wenn wir uns jetzt die Calvary Chapel anschauen, dann haben wir festgestellt, dass es eine weltweite Denomination geworden ist. Und man kann auch klar sagen, dann möchten wir fair sein, dass es nicht alles, was heute mit der Calvary Chapel zu tun hat, alles schlecht ist. Das haben wir bereits im ersten Vortrag auch gesagt. Aber dennoch hat es sehr viele Zweige hervorgebracht in die heutige Zeit aus Dingen, die damals halt praktiziert worden sind und die einen wirklich dämonischen Einfluss auf das Christentum genommen haben, die die Ökumene weiter vorangepusht haben. Und das ist letztendlich der Hintergrund und die Personen in diesem Film. Im zweiten Teil werden wir uns jetzt mit einer weiteren Person beschäftigen. Und es wird sehr wichtig sein, welchen Einfluss er aus dieser Zeit mitgenommen hat und jetzt heute in der Christenheit damit wirkt. Wir werden uns den Film genauer etwas anschauen und uns auch den Hintergrund einiger der Schauspieler genau betrachten und unter die Lupe nehmen. Denn das ist sehr wichtig.
Und wir werden natürlich auch das Ziel weiter studieren, was wir im Teil 1 schon begonnen haben und jetzt noch genauer feststellen werden, wohin das Ganze wirklich abzielt und wie bereits die Bibel uns davor warnt, wo diese Bewegung hinsteuert, weil es nicht einfach nur darum geht, dass jetzt ein weiterer Film abgedreht wurde und der Welt präsentiert wird, sondern dass das Ganze jetzt auch in einem Kontext kommt und in einer gewissen Zeit, wo es einen Einfluss nehmen soll, um die Welt wirklich vorzubereiten auf Ereignisse, die uns das Buch Offenbarung eben präsentiert. Hey, Square. I am not a square. I think we should invite Greg this weekend. What's this weekend? These people are hippies, rebels against old-fashioned authority. I think these kids need help. What they need is a bath. You're passing judgment on people you know nothing about. Maybe that's why your church is so empty. When God walks in here, brings me a hippie, I'll ask him what it's all about. Because I do not understand. This house has a very good vibe. There's an entire generation searching. Slow down, man, slow down. Just in all the wrong places. If you want to reach my people, you need to speak to them in a language they understand. If I bring them in, I'm going to lose my job. We can only walk through doors open to us. In your church, that's a door that's shut. You've probably noticed we have some guests here today. I'd like you to meet my new friends. Welcome. They don't belong here. Half of them aren't even wearing shoes. They're staining the new shag carpet. They need our help. If you feel like you're misunderstood and judged, you will find forgiveness and freedom right here. That was awesome. Now that door is open any time of day. And if there are some who don't like that, well then that door works both ways. All right, Pastor, let's begin. I was almost done with this, but then you did what nobody else would even dare. This thing that we found, I feel like I belong. You're gonna need a bigger church. Our country is a dark and divided place, but now there's hope and it's spreading. This is your home, and I want you to tell all your friends about it. Sieht sehr einladend aus, oder nicht? Jeder ist willkommen. Und dann wurde gesagt, in dem Clip habt ihr das gehört, wir müssen in einer Sprache die Menschen erreichen, die sie verstehen. Das klingt alles sehr biblisch, aber wir werden noch sehen, wie man das Ganze falsch deutet und angewandt hat. Aber zuerst einmal zur Aufrichtung, die Geschichte. Worum geht es? Für Februar 2023 ist ein Spielfilm angekündigt, der den Beginn der Tätigkeit des bekannten amerikanischen Pastors Greg Laurie nacherzählt. Laurie ist der Hauptpastor der Harvest Christian Fellowship, die Gemeinden in Kalifornien und auf Hawaii hat. Er ist einer der bekanntesten evangelistischen Prediger in den USA, der in vielen christlichen Fernseh- und Radioprogrammen auftrat. 1990 rief er die evangelistische Veranstaltung Harvest Crusades ins Leben. Laurie ist zudem Mitglied im Vorstand der Billy Graham Association und Autor von über 70 Büchern. Der evangelikale Geistliche produzierte zudem Filme wie Steve McQueen, American Icon, Hope for Hurting Hearts und Lost Boy. Laurie kam mit 17 Jahren zum Glauben. In seinem Buch Jesus Revolution beschrieb er die Anfänge einer Erweckungsbewegung unter den Hippies in Kalifornien in den 60er und 70er Jahren. Nun wird dieses Buch unter demselben Titel verfilmt. In der Ankündigung zum Film heißt es: Damals entstand eine der größten geistlichen Erweckungen in der amerikanischen Geschichte. Rock'n'Roll, radikale Liebe und Wiederentdeckung des Glaubens führten zur Jesus Revolution, die eine gesellschaftliche Gegenbewegung in einer Erneuerung, die die Welt verändert hat. Der Film soll am 24. Februar 2023 in den USA starten. Greg Laurie wird gespielt von Joel Courtney. Er begegnet dem Hippie-Straßenprediger Lonnie Frisbee, der gespielt wird von Jonathan Rumi, bekannt als Jesus in der Fernsehserie The Chosen. Pastor Chuck Smith öffnet den beiden seine Kirche, die Calvary Chapel, und es fühlen sich immer mehr barfüßige Hippies angezogen. Daraus entsteht eine große Erweckungsbewegung und viele christliche Musikgruppen und die Jesus People gingen daraus hervor, eine Bezeichnung für Hippies, die Christen geworden waren. Heute gehören zur Calvary Chapel rund 1800 Gemeinden.
Lionsgates religiöser Indie-Hit Jesus Revolution ist einfach nicht zu stoppen. Der Film übertrifft weiterhin die Erwartungen und hat nach seiner dritten Woche an den heimischen Kinokassen insgesamt 45,5 Millionen Dollar eingespielt. Unter der Regie von John Irwin und Brent McCorkle hat Jesus Revolution offiziell den Titel des umsatzstärksten Post-Pandemie-Films von Lionsgate seit 2019 geholt. Soweit also die Verkaufszahlen bisher in den USA nach 3 Wochen. Wir sehen also ein großes Interesse an dieser Thematik und diesem Film. It's excellently done. It's a beautiful love story. It's funny, but it's powerful. It's a great movie. Everything about it's incredible. That whole movement changed my life. It just reminds me of a good story that you just can't stop listening to. There was one minute where I was choking up, and the next minute I was laughing. They captured such a heart of almost like desperation that they were feeling back then to what I feel like is happening right now. I've never seen the gospel shared like that on film ever. It paints a great picture of being outcast but still being accepted. It's a message to all of us to recognize no matter how ugly life can get, there's still power that can show up. This film is going to remind us who Jesus is, who Jesus loves, and who Jesus is for. Let's rally around this film so that there can be more of this, because it's great, great stuff and so needed in the world right now. Wird das Evangelium in seiner reinen biblischen Weise präsentiert in diesem Film? Und welcher Jesus wird in dem Film wirklich porträtiert? Welcher Jesus wird dort präsentiert? Und auf welcher Basis nimmt Jesus wirklich den Menschen an? Wie wird ein Mensch vor Gott wirklich gerecht? Wie kann er akzeptiert werden vor Gott? Und ist es das, was die Welt gerade braucht? Oder wird sie gerade vorbereitet auf eine große Bewegung, wovon die Bibel spricht, die christlich aussieht, aber eben nicht biblisch ist? Diese und weitere Fragen sind wichtige Fragen, die wir uns stellen wollen, denn als wirklich aufrichtiger, suchender Christ, der die Wahrheit liebt, müssen wir uns diese wichtigen Fragen stellen. Denn Paulus sagt uns, Galater Kapitel 1, dass selbst wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und würde ein anderes Evangelium verkündigen, als das, was die Bibel uns offenbart, diese Person sei verflucht. Und 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1 sagt uns, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Und wir sollen keine Gemeinschaft haben mit den Werken der Finsternis, sondern sie vielmehr aufdecken. Denn Offenbarung Kapitel 16 spricht von 3 Mächten, die am Ende der Zeit auftreten werden und sich vereinen werden, um gegen Gott und sein Volk, seine Prinzipien, gegen Gottes Gesetz sich zu richten. Und dort heißt es, und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Und diese 3 Mächte, die spiritistischer Natur sind, aber auch christlicher Natur sind, zumindest nach außen hin, sind 3 Mächte, die die Bibel beschreibt, als einmal den Drachen, der eben für den Spiritismus steht, aber auch für Atheismus, für Kommunismus, alles das, was sich gegen Gott letztendlich erhebt. Das Tier aus Offenbarung Kapitel 13, was nichts anderes ist wie die römisch-katholische Kirche, das Papsttum und der falsche Prophet, was dargestellt wird in der Bibel, als auch das zweite Tier aus Offenbarung Kapitel 13, wo es sich um den abgefallenen Protestantismus in Amerika handelt. Und diese 3 Mächte werden sich vereinen, was christlich aussieht, gepaart mit Spiritismus und wird sich gegen Gott richten. Und im ersten Teil haben wir bereits etliche Elemente gesehen, die eben aus dieser Bewegung hinausgekommen sind, die wir heute sehen, die einfach dämonischer Natur sind. Und das sind Dinge, die du eben in der letzten Ausgabe oder Episode von The Chosen niemals hören wirst. Aber die Frage nochmal, ist das alles das, was damals von dort kam? Und was wir jetzt heute sehen, ist das alles schlecht? Sicherlich nicht. Aber das macht das Ganze eben nicht milder oder ungefährlicher, sondern es macht das Ganze noch gefährlicher, weil halt eben teilweise gute Elemente genommen werden und das dann gepaart wird mit Dingen, sodass das, was wirklich rein und sauber ist, dazu beiträgt, dass es das Schlechte letztendlich in die Christenheit überhaupt hineintragen kann und ja, nicht erkannt wird. Weil Menschen heute viel weniger in der Bibel studieren, wirklich suchend sind in der Schrift, sondern viel mehr auf Emotionen einfach
ausgelagert sind und auf Emotionen basierend auch Entscheidungen treffen. Was man positiv über den Film sicherlich sagen kann, ist, dass damit aufgeräumt wird, dass Drogen wirklich einen negativen Effekt haben. Auch wird gesagt, dass jeder Mensch zu Jesus Christus geführt werden kann, was gut ist, aber es wird eben auf Bedingungen dargelegt, die sehr oberflächlich sind, die wir eben auch in der Evangelisationsarbeit von Greg Laurie heute sehen, den wir uns jetzt anschauen werden. Und um das einzuleiten, lasst uns erinnert sein, in Teil 1 haben wir bereits bizarre Geschichten um das Leben von Lonnie Frisbee uns angeschaut. Und wir lesen jetzt mal aus seiner Autobiografie, wie er Greg Laurie jetzt vorstellt, eben einer der anderen Hauptfiguren aus dieser Bewegung. Greg Laurie bekehrte sich, als er von der Kraft Gottes aus der Höhe getroffen wurde. Er wurde als Spötter niedergestreckt und als Sohn Gottes auferweckt. Er wurde mein kleiner Bruder und geistlicher Sohn von diesem Tag an. Greg Laurie war der Sohn, den ich nie hatte. Soweit Lonnie Frisbee. Was war passiert? Als wieder ein anderer junger Mann Lonnie Frisbee verspottete, so hatte Lonnie Frisbee von Gott gesagt bekommen, dass er seine Hand ausstrecken soll, um diesen jungen Mann niederzustrecken. Der ist dann hingefallen und soll sich dann letztendlich, als er auf dem Grund lag und kraftlos war, soll er sich dann bekehrt haben durch dieses Ereignis. Und ist also quasi von der Kraft Gottes niedergestreckt worden in seiner Gegenwart. Und Greg Laurie wurde dann an diesem Tag getauft und so sagt man, dass er dann den Heiligen Geist empfangen hat. Aber meine Lieben, das ist nicht die Art und Weise, wie Gott Menschen bekehrt. Ja, dass er andere Menschen schickt, dass wenn sie gerade am Spotten sind, dass dann ein Botschafter Gottes kommt, ein Prophet Gottes, wie Lonnie Frisbee auch genannt wurde und bezeichnet wurde oder sich selber auch gesehen hat, und er dann seine Hand ausstreckt und diese Person niederstreckt und aufgrund dessen diese Person sich dann bekehrt. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir es in der Bibel finden, dass Gott sozusagen auch den freien Willen übergeht, um dann eine Person letztendlich zur Bekehrung zu führen. Das ist nicht die Art und Weise, wie der Heilige Geist empfangen werden kann, denn die Bibel sagt uns ganz deutlich in Epheser Kapitel 3 und auch in Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 32, dass der Heilige Geist nur durch Glauben und vor allen Dingen durch Gehorsam empfangen werden kann. Greg Laurie aber, dieser junge Student, handelte in dieser Situation völlig anders. Der Film zeigt eindeutig eine andere Version, und zwar, dass Greg im Auto weinend sitzt, als Lonnie als Retter auf einmal erscheint. Und dieser ganze Film ist sowieso eine Schönfärberei über die Bizarrheit des Lebens von Lonnie Frisbee. Der Film wurde aber immer wieder beworben, dass er eine authentische Geschichte wiedergibt. I got really big plans, Kathy. And I want to do it with you. Together, you and I. Because I get you. I need you. I want you. And I love you. Die Geschichte um Greg Laurie und seine Frau, besonders auch ihre Liebesgeschichte, sind letztendlich die Storyline dieses Filmes. Und natürlich, wie das in Hollywood immer so ist, wird das Ganze mit Emotionen sehr stark aufgebaut. Es wird auf die Tränendrüse gedrückt. Ihre Liebesgeschichte fließt dort in diesen Film halt mit ein. Und mal ganz ehrlich, wenn man sich das anschaut, diese Szenen jetzt, ja, wer wird da nicht von berührt, wenn man das sieht, wie die beiden dort zusammenfinden und sie so eine Einheit bilden und sie sich bekunden gegenseitig, dass sie einander lieben. Das tut was mit uns, das ist ganz natürlich. Ja? Und Hollywood, die Leute, die dort sitzen, die wissen das, wie man mit dem Gehirn, wie das Gehirn funktioniert, wie man mit dem Gehirn arbeiten kann, wie man Menschen auch manipulieren kann. Und versteht mich nicht falsch, nicht, dass alle Gefühle schlecht sind. Gott hat uns geschaffen, wir sind Wesen, ja, die Gefühle haben sollen. Aber sie müssen in Harmonie sein mit Gottes Wort, weil die Bibel uns ganz klar sagt in Jeremia 17, Vers 9, dass unser Herz ein böses und verzagtes Ding ist, dass es sehr absolut trügerig ist und dass wir nicht auf uns selber vertrauen können, sondern dass wir ganz allein auf Gottes Wort wirklich vertrauen können. Jeder von uns weiß das, ja, dass Emotionen uns fehlleiten können. Und das macht das Ganze eben noch gefährlicher, dass man die Gefahr nicht sieht, sondern das Ganze wird abgedeckt durch Emotionen und Filme und ja, so aufgebaut natürlich mit der Musik und so weiter untermalt. Die Leute wissen ganz genau, wie man sowas macht. Und das deckt natürlich sehr schnell die Dinge ab, die in dem Film über die wahren Charaktere eben nicht präsentiert werden. Und dann sehen Leute so einen Film und kommen dann nach zwei Stunden aus diesem Kino dann heraus und haben dann diese Emotionen und nehmen das mit und denken sich, was für eine tolle Zeit das war. Und Jesus wurde verkündigt und Menschen haben sich bekehrt. Und guck mal, was Tolles, Großes aus dieser ganzen Sache entstanden ist. Das ist der Eindruck, der natürlich da mitgegeben wird
und wo sehr leicht eben über diese Emotionsschiene die wahren Dinge, die unterliegend sind, einfach A, nicht angesprochen werden und Leute sich vielleicht auch gar nicht die Mühe machen, da wirklich dahinter zu schauen, was hat es wirklich damit auf sich. So ist es also Greg Laurie, der als Teil aus dieser Bewegung herauskam, dass er eben, so sagt man, zu Christus gefunden hat und dann sein eigenes großes Missionswerk aufgebaut hat. Und Lonnie Frisbee, er war derjenige, der Greg Laurie damals getauft hat und ihn auch für einige Zeit wirklich unter seine Fittiche genommen hat und ihn gelehrt hat. Es war bereits 1973, dann im Alter von 19 Jahren, dass Greg Laurie unter dem Dienst von dem Calvary Chapel Pastor Chuck Smith die Möglichkeit bekam, eine Bibelstudiengruppe mit über 30 Personen zu leiten. Und die aus dieser Gruppe hervorgegangene Kirche wurde die Harvest Christian Fellowship. Und die hat sich zu einer der größten Kirchen in den Vereinigten Staaten entwickelt. Und ich glaube persönlich nicht, dass Jesus wirklich uns beabsichtigt, diese Mega-Churches, wie wir sie in Amerika sehr viele davon sehen, dass wir solche Gemeinden eigentlich überhaupt haben sollten, weil der Nachteil darin ganz deutlich besteht zu diesem persönlichen Kontakt zu Menschen. Und im Jahr 1990 gründete er die evangelistischen Veranstaltungen Harvest Crusades. Und wenn man sich das mal anschaut, wer dort über die Jahre alles gesprochen hat oder wer dort aufgetreten ist, auch musikalisch, dann sind es teilweise sehr fragwürdige Persönlichkeiten mit einer sehr oberflächlichen Botschaft des Evangeliums. Greg Laurie ist auch Mitglied des Vorstandes der Billy Graham Evangelistic Association. Und Billy Graham wird uns gleich noch mehr beschäftigen. Außerdem ist er Seelsorger für das Newport Beach Police Department. Im Jahr 2019 fungierte Laurie dann als Ehrenvorsitzender der National Day of Prayer Task Force. 2017 wählte Präsident Donald Trump Pastor Laurie als einen von mehreren evangelikalen Kirchenführern aus, die am nationalen Gebetsgottesdienst in der Washington National Cathedral teilnehmen sollten. Was übrigens eine katholische Einrichtung ist, ein katholisches Gotteshaus. Und Greg Laurie und auch Donald Trump sind ja beides Protestanten nach ihrem Verständnis. Laurie ist auch Gastgeber des Radioprogramms A New Beginning, ein neuer Anfang, das auf über 1100 Radiosendern weltweit ausgestrahlt wird. Er ist außerdem Gastkommentator bei WorldNet Daily und tritt regelmäßig in einer wöchentlichen Fernsehsendung namens Greg Laurie TV auf dem Trinity Broadcasting Network TBN auf. Soweit jetzt mal einige Informationen über Greg Laurie, was er denn also heute macht und wie viel Einfluss er hat auf Menschen. Und daher ist vielmehr entscheidend, was lehrt Greg Laurie denn eigentlich den Menschen? Number one, if you want to be his disciple, you must love Jesus more than anyone or anything else. You must love Jesus more than anyone or anything else. A disciple will bring forth spiritual fruit. Now, this is not here in Luke 14. This is in John 15, where Jesus says in John 15:8, "By this is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciples." If you are really a disciple of Jesus, you'll have fruit in your life. While it is true that not every Christian that makes a profession of faith is a Christian, it is equally true that not every Christian is a disciple. Write this down. Every disciple is a Christian, but not every Christian is necessarily a disciple. Think about that. Every disciple is a Christian, but not every Christian is necessarily a disciple. They're actually not interchangeable words. There's a distinction. And as I pointed out, all disciples are Christians, but not all Christians are necessarily disciples. And I ask in closing, do you have that hope right now that when you die, you'll go to heaven? God offers you a gift. You say, well, how do I receive a gift? Well, how do you receive any gift? You reach out and you say thank you and you open it. Then I would like to pray and give you an opportunity to do that and then pray for all of you that want to be disciples. Unter anderem lehrt er also, dass man das Geschenk, die Erlösung in Jesus Christus annehmen soll, aber dass es optional ist, ob man jetzt wirklich ein Jünger sein möchte, dass das nicht unbedingt sein muss. Er definiert zwar den Jünger korrekt, ja, in seiner Nachfolge, aber das ist eben für Laurie optional und das ist natürlich völlig abwegig. Weil man es nicht voneinander trennen kann. Das eine gehört zu dem anderen automatisch dazu, wenn ich Jesus Christus annehme, dass ich auch natürlich ein Nachfolger Jesu bin. In seinem Buch Giving God Your Best, Gott das Beste geben, sagt Greg Laurie,
Die Anforderungen der Nachfolge unterscheiden sich von den Anforderungen des Heils. Um ein Christ zu sein, muss man an den glauben, den Gott gesandt hat, und dann wirst du das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn, empfangen. Ein Jünger zu sein bedeutet täglich das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu folgen und seinen Willen zu deinem Willen zu machen. Es ist eine Verpflichtung. Was Greg Laurie hier macht, ist, dass er etwas trennt, was nicht zu trennen ist, sondern was vollkommen eine Einheit bildet, was zusammengehört. Und das sieht man aber in dem ganzen Predigtstil und wie er auftritt in seiner Evangelisation bei Greg Laurie. Wir werden uns noch Clips anschauen, dass er den Leuten das sozusagen verkauft, dass er sagt, schau mal hier, als Jesus, du kannst das Geschenk der Erlösung annehmen, und ob du jetzt aber Jesus als Jünger wirklich nachfolgst, seine Gebote hältst, dem Ich abzusterben, dich von der Welt wirklich und dem Fleischlichen, wie die Bibel das nennt, komplett zu trennen, das ist vielmehr optional für ihn. Und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Weil Menschen, die auf einer Basis zu Jesus geführt werden, dass sie glauben, dass sie Jesus annehmen können, wo Matthäus 1, Vers 21 uns ja ganz klar sagt, dass er gekommen ist, um uns von Sünde zu retten, aber den Menschen gesagt wird, sie können Jesus annehmen und dann haben sie Erlösung. Ja? Die wirkliche Nachfolge, die die Bibel ganz klar mit einschließt, ja, dass ich, wenn ich Jesus wirklich das Geschenk der Erlösung annehme, bedeutet das automatisch. Ja, ich kann nicht zu meiner Frau gehen und sagen, okay, ich unterschreibe jetzt hier einen Vertrag, wir sind auf dem Standesamt, sind verheiratet und dann lebe ich aber halt mein Leben weiter. Ja, was du machst, ich gucke dann vielleicht ab und zu mal und so, spreche vielleicht ab und zu mal mit dir, aber was du irgendwie möchtest von mir oder was du magst und so weiter, das ist mehr optional. Könnt ihr euch so vorstellen, dass so eine Beziehung oder so eine Ehe funktionieren kann? Das ist auch nicht das, was Gott will, ja, für uns. Er liebt uns ja, er will ja dahingehend eine Beziehung mit uns haben, dass wir lernen, dem Ich abzusterben, das zu lieben, was er liebt, und in vollkommenen Einklang, vollkommener Harmonie zu kommen mit ihm, ja, und das Menschen weiterzugeben nach draußen, die Kraft des Evangeliums zu verkündigen. Aber all das, das wird uns gleich noch deutlicher werden, fehlt in der Verkündigung von Greg Laurie. Das ist das, was er aus dieser damaligen Zeit mitgetragen hat in die heutige Zeit, was wir sehr, sehr stark verbreitet sehen. In Sprüche 28, Vers 13 sagt die Bibel uns, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Aber wer sie bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das heißt, tiefe, echte Reue, die nicht nur Sünde bekennt, sondern wirklich Sünde hasst und versteht, was sie Gott und Jesus angetan hat, dass Jesus für diese Sünde, für mich persönlich gestorben ist, das fehlt einfach, dass man dann aus diesem Bewusstsein die Sünde auch wirklich lässt, dass man Sünde im wahren Licht sieht und sie einem einfach abstößig und ekelhaft wird. Das fehlt in der Verkündigung hier. Es ist kein richtiges Verständnis, ich gehe da noch später mehr drauf ein, von biblischer Rechtfertigungslehre und Heiligungslehre. Das fehlt komplett. Und genau dasselbe geschah in dieser Bewegung damals und wird auch im Film so dargestellt, dass viele Hippies Christus angenommen haben, aber es zu keiner echten tiefen Umkehr kam. Und es gibt heute noch viele Gläubige, die aus dieser Zeit kommen, aber viele von ihnen leben immer noch mit einem oberflächlichen Verständnis des Evangeliums. Und das sieht man daran einfach, indem man diese Kirchen einfach mal besucht, studiert, das mit der Bibel vergleicht. Und dann sieht man, dass genau das der Zeitpunkt war damals, die Ereignisse dieser Zeit, die Umstände, unter denen Greg Laurie sich sozusagen bekehrt hat. Und wie viele Leute hören Greg Laurie heute zu? Nicht nur 1,3 Millionen Nachfolger auf Facebook. Es sind weitaus mehr an Menschen, Millionen an Leute, die diese Botschaft heute vermittelt bekommen, dieses oberflächliche Verständnis des Evangeliums. Und ich frage mich manchmal, Gott allein weiß es natürlich, aber wäre er, Greg Laurie und auch andere damals wirklich, als sie dort an dem Strand standen, wären sie wirklich nach vorne gekommen bei dem Aufruf von Lonnie Frisbee, als er gepredigt hat, wenn er unter anderem, wie zum Beispiel Petrus gepredigt hätte, ja, wie an Pfingsten, dass es den Leuten wirklich ins Herz gegangen sind, dass sie verstanden haben, dass sie den Messias getötet haben. Ja, dass ihr Leben einfach ein im absoluten Widerspruch zu Gottes Willen steht und dass sie wirklich tief schuldig sind. Wenn es wirklich damals wie an Pfingsten tief ins Herz hineingeschnitten hat. Ich frage mich, wenn so eine Predigt damals an den Stränden von Kalifornien verkündigt worden wäre, wie viele
wären wirklich von den Hippies damals nach vorne getreten und hätten gesagt, ja, wehe mir Gott, ich vergehe, ja, sei mir Sünder gnädig. In Matthäus 28 sagte Jesus, darum gehet hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was sagt die Bibel uns hier? Wann wird Jesus mit uns sein? Wenn wir ihn annehmen und auch gehorsam sind. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wenn wir ihn also annehmen, dann müssen wir ihm auch zugleich nachfolgen. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er, wie Jesus Christus, gelebt hat. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Aber viele, die aus dieser Bewegung herauskamen, die Jesus sozusagen angenommen haben, haben weiterhin in Sünde gelebt. Und niemals haben sie von dieser Kraft des Evangeliums gehört, sie wirklich komplett freizusetzen. Und das war ja auch das Problem, was die Korinther übrigens hatten, als Paulus diesen Brief, den ersten und zweiten Brief an die Korinthergemeinde geschrieben hat, dass sie genau dieses Problem hier hatten, dass sie Christus zwar angenommen hatten, aber immer noch wie die Teufel gelebt haben. Aber die Bibel sagt uns ganz klar an einer anderen Stelle, Hebräer Kapitel 12, Vers 14, wiederum Paulus schreibt, dass ohne Heiligung können wir nicht den Himmel sehen, wir können Gott nicht sehen, ja, können nicht erlöst werden, dass wenn nicht wirklich Heiligung in unserem Leben stattfindet, dass aufgegeben wird, ja, mit Alkohol, mit Homosexualität und andere Dinge, die dort genannt werden, wo die Korinther auch Probleme mit hatten. Wir können das Königreich Gottes nicht empfangen. Nun, Greg Laurie behauptet, dass Persönlichkeiten wie Bob Dylan, John Lennon, Johnny Cash und auch andere, dass sie gerettet sind. Und das ist sehr typisch, dieses Beispiel jetzt hier, was ich euch zeige, für dieses evangelikale Verständnis vom Evangelium. Denn solange Christus gepredigt wird, muss es ja gut sein. Und das Problem ist aber hier, dass eben wieder ein falsches Verständnis von biblischer Heiligung den Menschen weitergegeben wird und dass man deshalb nicht sieht, wie das volle Evangelium in seiner Kraft den Menschen, was wirklich dann heilbringend ist und für Umkehr sorgt, dass das eben ausgelassen wird, wie das ewige Evangelium dich wirklich rettet. Am 17. Mai erscheint ein neues Buch von mir mit dem Titel Lennon, Dylan, Alice und Jesus. Dieses Buch ist eine spirituelle Biografie der Rockmusik. Von den Evangeliumsgrundlagen von Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins und Jerry Lee Lewis bis zu ihrem Höhepunkt in den 60er und 70er Jahren. Ich weiß von dem berüchtigten Club der 27er, der aus Rock-Ikonen bestand, die tragischerweise alle im selben Alter starben. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones. Meine Co-Autoren und ich haben einige überraschende Enthüllungen über das spirituelle Leben berühmter Rocker ans Tageslicht gebracht, die sie vielleicht noch nicht kennen. Ich habe auch von den unwahrscheinlichen Rockern berichtet, die zu Christus gefunden haben und ihm nun folgen. Ich habe dieses Buch geschrieben, um Folgendes zu sagen: Niemand ist außerhalb der Reichweite Gottes. Und in der Tat, wenn du deine Sünde bekennst, von ganzem Herzen bekennst, anerkennst, was du getan hast und das wirklich bereust und diese Sünde, wie wir gelesen haben, Sprüche 28, Vers 13, dann lässt in der Kraft Gottes, dieses von dir wegschiebst aus deinem Leben, dann kannst du wirklich Annahme bei Gott finden. Was Greg Laurie hier macht, ist, dass er der Welt ein Bild geben will, dass diese Rockstars, die, obwohl sie nach angeblicher Annahme von Jesus weiterhin dem Fleisch gedient haben, der Sünde gedient haben, dass das erlöste Persönlichkeiten gewesen sind. Und dass er das jetzt, ja, herausgefunden hat und dass er das der Welt jetzt verkündigen muss, dass ja viele von denen doch Christen waren. Wisst ihr, was Greg Laurie macht, ist wirklich, dass er sagt, dass er Finsternis mit Licht ganz deutlich vermischt. Er sagt, du kannst dem Fleisch dienen, du kannst den Werken des Fleisches dienen, nach Galater Kapitel 5, und kannst gleichzeitig Christ sein.
weil du hast ja Jesus letztendlich angenommen. Und es ist sowas von unglaublich trügerisch und einfach, ich muss es klar sagen, es ist sowas von satanisch und teuflisch, was Greg Laurie hier macht. Und das ist ja der Grund auch, warum die Kirche und diese ganzen Harvest Crusades, diese Kreuzzüge, die er dadurch, diese Evangelisierungsveranstaltungen, warum die besucht werden von den Massen und voll sind. Weil ein Evangelium verkündigt wird, was nicht wie damals an Pfingsten das Herz der Leute wirklich schneidet. Und es zu einer wirklichen heilsamen Bekehrung und Erfahrung wirklich in Gott kommt. Was Greg Laurie macht, ist, er predigt zum Fleisch. Das ist das, was er macht. Die Bibel wiederum sagt uns aber was ganz anderes. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwerft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Und was Greg Laurie hier macht, ist, dass er Licht mit Finsternis ganz klar vermischt. Ich habe zu dieser Thematik interessanterweise vor einigen Wochen bereits eine Serie aufgenommen, wo ich über christliche Promis spreche aus dem Bereich des Sports, der Bereich der Musik und aus dem Bereich des Films, die alle sich zum Christentum bekennen, aus verschiedenen Kirchen, Denominationen und so weiter, die ich analysiert habe, und zwar aufgrund dessen der Früchte, wie Jesus immer wieder sagt, die wir uns anschauen sollen, was dabei herauskommt. Und das ist so offensichtlich in dem Leben dieser Menschen, dass das, obwohl sie sich zum Christentum bekennen, dass das gar nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun hat, wo die Bibel uns sagt, dass wir im Geist wandeln sollen. Dass wenn wir Jesus angenommen haben und dann automatisch Nachfolger sind, Jünger sind, dass wir automatisch danach streben, wirklich wie Jesus zu wandeln, wie wir es gelesen haben, 1. Johannes 2, Vers 6. Diese Serie kommt noch. Achtet darauf bei mir im Kanal. Die wird in einigen Wochen noch erscheinen. Ich möchte euch aber dahingehend jetzt schon mal ein Beispiel zeigen, aus einem Interview heraus von Greg Laurie mit Alice Cooper. You're not ashamed to say that you believe in Jesus Christ. Oh, absolutely. You know, people talk about Alice being a rebel. There was never a rebel, more of a rebel than Jesus Christ. If you want to talk about a rebel, he was the ultimate. That's right. That's incredible, and I know you're impacting a lot of young people here, and you're just doing something for your community. Well, and it's not only that, but it's all Christian. You know, we're all Christian guys, and Lord told us to do it, so we just obeyed. That's all. It's so wonderful that you're here continuing to make great music and making an impact, and you're not ashamed to say that you believe in Jesus Christ. Oh, absolutely. Nun, Jesus war zuerst einmal kein Rebell, sondern vielmehr das sündlose Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt. Und dafür ist er gekommen. Und was Greg Laurie macht, ist einfach unfassbar, wie er Menschen verführt. Schau mal, in Jakobus Kapitel 2, Vers 19, sagt die Bibel, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust recht daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Selbst die Dämonen verleugnen nicht, dass es Jesus Christus gibt und dass er Gott ist. Aber da ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich einfach nur glaube, dass Jesus da ist oder ob ich ihn mir zum täglichen persönlichen Erlöser von meinen Sünden mache, von meinem Werk, von den Werken des Fleisches in meinem Leben, dass ich eben im Geist wandeln kann. Das ist ein Riesenunterschied dazwischen. Und wenn wir uns Alice Cooper einmal anschauen, dann sehen wir, dass auch seine derzeitigen Shows immer noch kompletter dämonischer Natur sind. Nicht nur von der Musik, die offensichtlich überhaupt nicht christlich und biblisch ist, sondern auch das ganze Umfeld, die Leute, mit denen er sich hier gibt, die ganzen Shows, die er seit Jahrzehnten durchführt. Und diese Person behauptet aber, ein Christ zu sein. Es ist interessant, dass er jetzt vor einiger Zeit eine Kooperation eingegangen ist mit dem Hollywood-Schauspieler Johnny Depp, der dort auch zusammen mit ihm jetzt Konzerte gibt. Und es ist interessant, weil Johnny Depp eine Persönlichkeit ist, die von sich selber sagte, dass er so viele Persönlichkeiten in sich selber trägt, so viele Dämonen in sich selber hat, dass er manchmal gar nicht mehr selber weiß, wer er selber überhaupt ist. Als Prediger des Evangeliums
hat man eine enorme Verantwortung vor Gott und vor den Menschen, was man weitergibt. Und was Greg Laurie hier machen hätte sollen in dieser Situation, in diesem Interview von Alice Cooper, hätte ihn in aller Liebe, aber in aller Klarheit darauf hinweisen müssen, dass er kein Christ ist, dass er vielleicht Jesus angenommen hat, aber dass er Jesus eben nicht nachfolgt. Und seht ihr die Folge dieser angeblichen Theologie oder dieser falschen Theologie, die Greg Laurie verbreitet? Dass du Jesus annehmen kannst und er tut ja jetzt so viel Soziales und Gutes und erzählt den Menschen von Jesus. Zur gleichen Zeit steht er dort auf der Bühne, führt dämonisch satanische Praktiken durch, involviert andere Leute da rein, junge Leute auch und so weiter. Und das Bild wird dann nach außen gegeben, du kannst letztendlich so, dass es bedeutet, das Christ zu sein. Ja? Es ist unfassbar. Und dass Millionen von Leuten, es sind ja nicht eine kleine Gruppe, es sind Millionen von Menschen, von anderen angeblichen Christen, die Greg Laurie folgen, in dem, was er verkündigt, und nehmen das für ihr Leben auch so an. Und denken sie, dass sie gleichzeitig, dass sie Christ sein können und im Fleisch leben können. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass das Blut, ja, in diesem Fall jetzt von Alice Cooper, wirklich an den Händen von Greg Laurie hängt. Und dass Greg Laurie sich zu verantworten hat im Gericht über diese Sachen. Ja. Man sieht ganz deutlich, was dabei herauskommt aus diesem Denken, was Greg Laurie aus dieser Zeit damals der Jesus Revolution mitgetragen hat, ja, von Lonnie Frisbee und diesen Leuten. Jetzt sagen Menschen vielleicht, Timo, du bist da zu hart, du richtest hier über Menschen. Darum geht es nicht. Die Bibel sagt es ganz deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Menschen zu verurteilen, seinen Charakter zu verurteilen, ihn schlecht zu machen, die Probleme bei den Menschen zu suchen und vielmehr die Frucht zu studieren und eine Warnung in Liebe zu geben und alle Dinge wirklich zu prüfen. Weil hier Millionen von Menschen ein falsches Evangelium empfangen und auf dieser Grundlage Millionen und die Massen verloren gehen und sich in Sicherheit wiegen, dass sie glauben, dass sie Jesus in ihrem Leben haben. Nun, Greg Laurie hat mittlerweile 6 Filme produziert. Und es ist interessant, er arbeitet derzeit an einem 7. Film, das ist eine Dokumentation, die über Fame and Faith gehen wird. Also Ruhm oder Prominenz und Glaube. Wo er den Menschen eben klar machen will, wie in diesem Beispiel jetzt von Alice Cooper, dass du eben berühmt sein kannst, von der Welt geliebt sein kannst, dass du diese satanischen Dinge durchführst und gleichzeitig Christ sein kannst. Das ist das, was er vermitteln will jetzt durch diese Dokumentation, die dann bald rauskommen wird. Und ihr habt gesehen, in welche Richtung das eben geht. Ja, das ist ein nicht nur verwässertes Christentum, das hat nichts, gar nichts mit Christentum zu tun. Ja, das ist einfach satanischer Natur, es ist falsches Christentum, es ist ein gefälschtes Christentum, was immer mehr zunimmt, wo Menschen Jesus annehmen auf ganz klaren, falschen Konditionen. And Lonnie had prophesied over me when I was a young man, and this is in the film. Yep. So we were praying for some people. I was kind of hanging around with him for a few months after my conversion. He was praying for some people, and I was just standing there to the side, and he turns to me and he says, "The Lord just told me you're going to preach to thousands of people." Mm. Around the world. I'm like dumbfounded. I hadn't even preached a single sermon. Yep. I mean, I drew a cartoon booklet. That yep. was my claim to fame, if you will. Yep. So this was really surprising. In Klagelieder, Kapitel 2, Vers 9 lesen wir, ihre Tore sind in den Erdboden versunken. Ihre Riegel hat er zerstört und zerbrochen. Ihr König und ihre Fürsten sind unter den Heiden. Es ist kein Gesetz mehr da. Auch bekommen ihre Propheten keine Offenbarung mehr vom Herrn. Warum das? Weil das Gesetz Gottes gebrochen wurde. Menschen leben in Sünde, einschließlich des 7. Tagsabbats, der nicht beachtet wird, das 4. Gebot, was immer noch Gültigkeit hat. Alle diese Dinge sind Voraussetzung, dass ein Volk die Gabe der Weissagung bekommt in Form, dass es auf eine Person, auf einen Propheten eben gelegt wird. Wenn das nicht der Fall ist, wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, wenn das Gesetz Gottes nicht eingehalten wird, das ganze Gesetz, einschließlich des 7. Tagsabbats, kann es keine Offenbarung vom Herrn geben. Die Bibel sagt uns das hier ganz deutlich und klar. Und dennoch behaupten sie, dass Lonnie Frisbee ein Prophet war, der aber niemals, neben all diesen wirren Praktiken, okkulten, spiritistischen Praktiken, die wir uns bereits angeschaut haben, niemals das ganze Gesetz Gottes verkündigt hat. Sondern der vielmehr gesagt hat, wir haben uns im ersten Teil gesehen, dass immer vorgeschrieben wird, so müsste Kirche sein und so weiter. Und Gott sich das aber ganz anders vorstellt und er dann mit diesen ganzen Praktiken auch dann ankam,
wie das falsche Zungenreden und den Heiligen Geist zu kommandieren, alles dämonische Lehren, die er herausgenommen hat von Menschen, mit denen er in Kontakt war, wie Catherine Kuhlman, aber auch aus dem Okkultismus, mit in sein Leben hineingebracht hat, in seinen Evangeliumsdienst aus der Vergangenheit. Das haben wir studiert. Und wie es bereits damals war, viel mehr heute, ja, ist das gewöhnlich, wenn man in diese Kreise hineinschaut, dass fast gefühlt, sage ich jetzt mal so, jeder zweite, jede dritte Person dort diese Gabe der Weissagung hat. Ja, dass er ein Prophet ist. Das ist wie ein bisschen wie auf einem Jahrmarkt, dass so ganz billig wie so rumgereicht wird, hier, wer will jetzt gern Prophet sein und er bekommt jetzt die Gabe und so weiter. Ich weiß, hier ist ein bisschen jetzt zugespitzt, was ich sage, aber letztendlich sind es diese Prinzipien. Ja, das ist wie auf dem Jahrmarkt, als ob irgendwie diese Gabe des Heiligen Geistes, mal Prophet zu sein, einfach weitergegeben wird. Und wir überall jetzt in diesen ganzen Kirchen, sei es Bethel Church, was wir schon studiert haben am letzten Mal, bei ja, diesen ganzen anderen ähnlichen Bewegungen, die wir dort haben, die eben auch nach Deutschland sehr rübergeschwappt sind und sich auch hier immer mehr verbreiten, immer mehr zunehmen, dass das wie auf dem Jahrmarkt ist, wer hier einfach mal ja, Prophet ist. Ja? Und wenn wir uns aber mal anschauen in der Bibel, was mit den wahren Propheten geschehen ist, was für eine klare Botschaft sie bringen mussten, leider sehr oft. Ein Prophet ist ja nicht nur da, um Vorhersagen zu machen, sondern auch, um wirklich die Gemeinde Gottes zu tadeln. Und in Liebe natürlich, weil Gott den Menschen liebt, aber sie wieder zurückzuführen auf die alten Wege der Vorzeit. Und was haben die meisten Propheten, wenn sie denn treu waren und diese Botschaft gebracht haben, was ist mit den meisten Propheten dann passiert? Wäre gut, nochmal Hebräer Kapitel 11 zu lesen, wo uns ganz deutlich gesagt wird, was mit diesen Persönlichkeiten, mit den meisten von denen passiert ist. Ja, wie sie verfolgt wurden, getötet wurden, gemartert wurden und so weiter. Aber diese hier, die wir hier sehen, ja, die uns präsentiert werden, die werden gefeiert, ja, sind Celebrities, werden in der ganzen Welt eingeladen. Hier und dort kriegen sie Positionen und so weiter. Sehen wir da irgendwie Verfolgung, dass sie irgendwie Kritik bekommen auf großer öffentlicher Fläche? Gar nichts davon, nichts davon. Ja? Weil der Grund nochmals, kein sauberes Evangelium gepredigt wird, was wirklich heilsam ist und was nicht in die Herzen der Menschen wirklich hineinschneidet. Nun ist das mit Greg Laurie passiert, ist diese Vision, die Lonnie Frisbee bekommen hat, angeblich von Gott, ist das eingetreten? Keine Frage. Aber es ist interessant, dass 5. Mose, Kapitel 13, ab Vers 1 bis Vers 5 uns sagt, dass selbst wenn ein Prophet auftritt und die Prophetie sich erfüllt, aber dann zu einem falschen Gott führt, dann können wir wissen, dass es kein richtiger Prophet ist. Jetzt mag der eine oder andere sagen, Moment mal, er hat doch zu Jesus Christus geführt. Hat er wirklich zu Jesus Christus geführt? Oder ist es ein anderer Jesus? Ist es wirklich der Jesus, den wir daran definieren können, an seinem Charakter, wie er ist, aber auch an dem, was er gelehrt hat? Ist das das, was wir sehen? Wenn wir ehrlich sind, können wir ganz klar sagen, nein. Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und studieren, sehen wir, nein, sie haben nicht zu dem biblischen Jesus geführt. Und nochmal, wenn wir uns diesen Vers hier anschauen, ist es Voraussetzung, dass Gott die Gabe der Prophetie gibt, wenn gleichzeitig das Gesetz Gottes eben komplett vom Volk anerkannt wird und gehalten wird. Wenn ihr Offenbarung Kapitel 12, Vers 17 einmal lest und Offenbarung Kapitel 14, Vers 12, dann wird über die übrigen, die vor der Wiederkunft Jesu leben werden, die übrigen Gläubigen, die wahrhaftigen übrigen Gläubigen am Ende der Zeit. Über sie ist gesagt, unter anderem, ganz wichtig, dass sie eben die Gebote Gottes halten. Alle, einschließlich des 7. Tag Sabbats. Und das ist dann die Voraussetzung, dass über sie auch gesagt wird, in Offenbarung 12, Vers 17, dass sie das Zeugnis Jesus haben. Und dieses Zeugnis Jesu ist nichts anderes nach Offenbarung Kapitel 19, Vers 10, wie die Gabe der Prophetie, die Gabe der Weissagung. Also ganz klar, wie Klagelieder 2, Vers 9 sagt, die Voraussetzung, dass Gott überhaupt das geben kann, dass er überhaupt Visionen gibt, dass er überhaupt jemanden ins Prophetenamt ruft, ist, dass eine Gemeinde Gottes definiert daran wird, dass die Gebote Gottes alle halten. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Gemeinde, egal in welche Gemeinde du gehst, disqualifiziert sich automatisch. Sie entspricht nicht den Charakteristika, wie die Gemeinde der Übrigen in der Bibel vor der Wiederkunft Jesu bezeichnet wird. Was auch immer, ja, durchweg die Voraussetzung war, wenn wir durch die Jahrhunderte schauen, dass Gott immer ein Volk hat. Es waren immer wenige gewesen und nicht die vielen falschen Propheten und nicht die vielen, ja, falschen Lehrer und so weiter. Das war immer eine kleine Gruppe, die treu war. Aber die Menschen gucken heute auf diese Massen, auf diese vielen und denken, wow,
Das ist das, wo Gott wirkt, ja. Da ist Gott präsent, da muss ich schnell hin, da muss ich jetzt, da empfange ich jetzt den Heiligen Geist und so weiter. Vorsicht, Jesus hat gesagt, geht nicht hin. Leilani Frisbee was a very, very complex human being. He was a brilliant, gifted, spiritually powerful man, but he had a lot of wounds. In his own words, he was pretty damaged from a very early age in his life, and those wounds affected him for the rest of his life. And so his humanity leaked out of him every step of the way. I spent a real long time in the gutter with my own addictions, and if God can heal me, He can heal anyone. God can use anybody He wants, no matter how fractured or broken or flawed, and create miracles from the most unexpected sources. You don't have to be perfect to introduce people to Jesus. Gott nutzt fehlerhafte Menschen wie Lonnie Frisbee. Das ist eines der Hauptthemen, die der Film vermitteln möchte. Und ich möchte auch sagen, dass das natürlich zum gewissen Grad natürlich stimmt. Ich selber bin mit Sicherheit keine vollkommene, perfekte Person. Ich habe meine Fehler und ich glaube trotzdem, dass Gott mich gebraucht hat, um Menschen mit ihm bekannt zu machen. Ja, über Elia wird auch gesagt, über den Elia in der Bibel, selbst über ihn gesagt, wird gesagt, dass er eine Person war, ein Mensch war, mit gleichen Schwächen der fleischlichen Natur, gleichen Leidenschaften in dem Sinne, wie jeder andere auch. Und dass Gott auch, als er dann damals weggelaufen ist, nach diesem großen Erfolg sozusagen auf dem Berg Karmel und dann die Furcht kam und er dann bedroht war von Isabel, dass er dann geflüchtet ist und Gott trotzdem mit ihm mitfühlend war, ja, dass er seinen Diener nicht verlassen hat in dieser Schwachheit. Keine Frage, ja, das ist nicht der Punkt. Aber gleichzeitig wird mit diesen Worten aber mehrere große Sünden im Leben von Lonnie Frisbee heruntergespielt. Denn soweit wir auch alle Sünder sind und die Bibel das ganz klar sagt, reisen wir dennoch nicht alle gleichzeitig herum, arbeiten als Evangelisten, was sehr verantwortungsvoll ist vor Gott, und haben einen heimlichen homosexuellen Lebensstil und praktizieren okkulte und spiritistische Dinge in unserem Evangeliumsdienst. Das ist einfach nicht dasselbe, ja, das muss man unterscheiden. Und der Film erzählt dir aber gar nichts davon. Stattdessen wird, wie üblich in Filmen, die Sünde einfach in Emotionen verpackt, in emotionale Musik, Situationen, sodass die Wahrheit untergraben wird und die Tatsache, dass Gott eben Bedingungen hat, um angenommen zu werden von ihm. Und die Menschen lassen sich davon in Massen blenden. Und der Film und Leute auch wie Greg Laurie, die in ihrer heutigen evangelistischen Arbeit tätig sind, die geben dir den Eindruck, du musst die Sünde nicht wirklich überwinden. Und das ist ein Problem, das ist ein enormes Problem, was sehr, sehr trügerisch ist und Menschen vom Himmel fernhält. Denn wenn wir sündigen, verlässt Gott uns zwar nicht, aber wir haben Gott verlassen, wir haben uns von ihm getrennt. Wir sind in diesem Moment von Gott getrennt. Da kann man jetzt rumdiskutieren, was man will. Es ist aber der Fakt, Sünde trennt. Wie viel Sünde musste Adam und Eva begehen, um sich von Gott zu trennen? Wie viel? In unseren Augen eine kleine Sünde. In Gottes Augen war das nicht einfach eine kleine Sünde, sondern dieses Misstrauen Gott gegenüber. Und als sie das Gesetz Gottes gebrochen haben, in dem Moment hat die Sünde stattgefunden und das ganze Schlamassel, was wir heute haben und dass der Sohn Gottes sterben musste, war die Folge dessen. Wisst ihr, Gott verlässt uns, wie ich gerade eben gesagt habe, nicht einfach dann in dem Moment und lässt uns einfach, ja, stößt uns ab. Gott gibt uns Zeit und Gott tut alles, um uns wieder zurückzurufen. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt, als ich mich bereits bekehrt hatte mit 17 Jahren, aber ich mich dann wieder abgewendet habe von ihm und gotteslästerlich gelebt habe und Gott mir in seiner Gnade nachgegangen ist. Und ich danke Gott jeden Tag heute dafür, wie gnädig er mit mir war, dass er mir nachgegangen ist und ich wieder zurückkehren durfte. Aber zur gleichen Zeit muss ich verstehen, dass ich in dieser Zeit getrennt war von ihm, dass ich in Sünde gelebt habe und dass, wenn ich damals gestorben wäre, dass ich verloren gewesen wäre. Das ist einfach ein biblischer Fakt. Ja? Da muss man einfach mal Emotionen ausschalten und das einfach faktisch sehen, wie die Sachlage ist. Gott sei Dank geht Gott nach. Er will uns zur Umkehr führen. Er hat es in meinem Leben auch geschafft. Er will das schaffen, was mit dem Bruch der Sünde eben passiert ist, dass wir von ihm getrennt sind. Aber wenn wir nicht umkehren, und Gott geht manchmal 30, 40, 50, 60 Jahre lang nach, aber wenn wir nicht umkehren von dieser Sünde
Und wir können trotzdem weiterhin sogar in irgendeine Kirche gehen. Ja? Aber wenn wir nicht umkehren von diesen Sünden, dann können wir selbst im Namen Gottes die erstaunlichsten Dinge tun und verbleiben dennoch Gesetzesbrecher und sind verloren. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wundertaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Und Greg Laurie ist auch in voller Gunst des gerade stattgefundenen Asbury Revivals. Er sagt, eine Erweckung ist ausgebrochen an der Asbury Universität in Wilmore, Kentucky. Und wir haben ein solches großes spirituelles Erwachen seit der Jesus Revolution in den 1970er Jahren nicht mehr gesehen. Hier meine Gedanken dazu. Es ist doch sehr interessant, dass wir zur gleichen Zeit sehen, dass all diese Dinge jetzt immer mehr in kleineren Abständen aufeinander erscheinen im christlichen Bereich. Dass sie mehr intensiver werden, ja, immer mehr auftauchen. Kann es sein, dass das alles vorbereitet wird, um eine letzte, vielmehr große falsche Erweckung der Welt zu präsentieren, erscheinen zu lassen, was Christentum ist? Denn die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass auch eine wahre Erweckung wirklich vor der Wiederkunft Jesu kommen wird und dass der laute Ruf herausgehen wird von Offenbarung 18, was eine Betonung, eine kräftige Botschaft ist, die wir in Offenbarung Kapitel 14 bereits in Versen 6 bis 12 in der dreifachen Engelsbotschaft sehen. Dass das die letzte Warnungsbotschaft an die Welt gehen wird, wo beinhaltet wird, was das wirklich wahre ewige Evangelium ist, was wirklich den Menschen frei macht und zu Christus, zur Annahme führt und was Jüngerschaft bedeutet, wo das ganze Gesetz einschließlich des siebten Tagsabbats verkündigt wird und wo auch zugleich die Sünden Babylons ganz klar aufgedeckt werden. Denn das, was wir hier studieren, hat mit diesen Sünden Babylons und Teil von Babylon vollkommen damit zu tun. Denn es muss zuerst eine falsche Erweckung geben, bevor das Wahre kommen kann. Wenn wir die Bibel studieren, sehen wir das immer, wie Satan erst immer die falschen Erweckungen gebracht hat, bevor die richtigen Erweckungen gekommen sind. Und das ist auch der Grund, warum Jesus sagt, dass viele eben getäuscht werden. Nicht einige wenige, sondern es sind viele im christlichen Bereich. Er spricht ja gar nicht von Weltmenschen, die sowieso ja, getäuscht sind in ihrer Weltlichkeit, sondern es sind angebliche, bekennende Christen, die in den Massen getäuscht werden. Und schauen wir uns doch mal viele der Christen an, die heute dort in den verschiedenen Kirchen sind, die sich zum Christentum bekennen, diese Menschen. Sind die wirklich verwurzelt im Wort Gottes? Sind die wirklich tief im Wort Gottes drin? Die Antwort ist nein. What if it's good for a minute and then it's gone? What then? We can find out together. Seems the movement's everywhere. Los Angeles, even in the south. It's spreading like wildfire. Is this the beach where people get baptized? We drove all the way here. Where from? Texas. I don't know if any of this is real. I kind of hope it is, to be honest. Es wird als die letzte amerikanische große Erweckungsbewegung beworben. Es ist interessant, ich möchte euch auf ein Buch aufmerksam machen an diesem Punkt, was wirklich über die letzte echte Erweckung spricht, mit klaren biblischen Merkmalen. Und zwar könnt ihr euch kostenlos bei projekt7.media dieses Buch vom Schatten zum Licht bestellen, was wir euch schicken, ganz unverbindlich. Denn über diese echte, wahre, biblische letzte Erweckung in Amerika, die in diesem Buch beschrieben wird, hört ihr zum einen nirgendwo etwas mehr drüber, weil der Satan ganz klar möchte, dass diese Dinge nicht wiederentdeckt werden. Jeder sollte dieses Buch vom Schatten zum Licht in dieser heutigen Zeit in die Hände bekommen und ernsthaft studieren. Let me say something that might sound odd. This is the most unchristian Christian movie I've ever seen that has more gospel than any Christian film I've seen. Let me define what I mean by unchristian Christian. A lot of times, some Christian films, they always are very neat and tidy and everything works out perfectly. This is an honest film. Dieser Film, das kann man ehrlich sagen, stellt mit Sicherheit nicht einfach nur alles glamourös dar. Es zeigt die Schwächen, keine Frage. Das macht die Bibel übrigens auch.
Die Bibel zeigt Dinge, Probleme im Leben auf von Menschen. Das ist auch gut, weil es uns auch ermutigt. Ja? Ist sicherlich ja, alles in Ordnung, okay. Aber zur gleichen Zeit, wo die Bibel diese Dinge auch aufdeckt, versteckt sie Dinge aber nicht. Ja? Sie offenbart es dann wirklich, wie es um die Situation steht und versucht nicht einfach Dinge ja, so unter den Teppich zu schieben. Hauptsache, die Leute werden akzeptiert, dass sie in die Gemeinden kommen und dass sie Jesus natürlich annehmen, auf falschen Bedingungen. Daher ist die Frage, ja, wie viel vom wahren, ewigen Evangelium beinhaltet dieser Film wirklich? Und was verschweigt dieser Film? Was wird dir nicht erzählt? Das werden wir jetzt noch mehr und mehr herausfinden. Und wie ehrlich ist dieser Film wirklich? Denn wenn wir uns jetzt mal anschauen, was Greg Laurie zum Beispiel in einem Interview gesagt hat, als er gefragt wurde über das homosexuelle Leben von Lonnie Frisbee, hat er das Folgende gesagt. In his own books that he's written about his life, he talks about how he was up partying, he started using drugs, and he was living immorally. I don't know the specifics of his immorality, if it involved homosexual encounters. Nachdem wir all die Dinge jetzt im ersten Teil über Lonnie Frisbee studiert haben, auch was seine Homosexualität angeht, wie ehrlich ist das jetzt von Greg Laurie, was er hier sagt? Und er behauptet, dass dieser Film authentisch und ehrlich ist. Aber wie ehrlich ist das von ihm persönlich? Er hätte zumindest wissen müssen, was allgemein verbreitetes Verständnis ist, dass zumindest während der Zeit, als Lonnie Frisbee in die Wynyard-Bewegung hineingekommen ist, oder was daraus entstanden ist, aus seiner Muttertagspredigt 1980, und er anschließend dieses Verhältnis hatte mit einem Mann für mindestens 6 Monate, was er zugegeben hat, den Leitern von Wynyard, das sind Dinge, die Greg Laurie, mindestens diesen Fall, das muss er wissen. Es ist schwierig zu glauben, dass er einen Film mitproduziert und diese Dinge nicht weiß. Das ist für mich ganz klar ein Verschweigen, was hier stattfindet. Denn wenn Menschen mehr über die Hintergründe dieser Leute wissen würden, ich glaube, dass mehr Menschen vorsichtiger wären, das Ganze hier einzuordnen, dass das eine Bewegung war, die der Heilige Geist geführt hat, sondern vielmehr darum fragen würden, was ist das wahre, richtige Evangelium? Was muss ich tun, wie Leute an Pfingsten gefragt haben, um wirklich erlöst zu werden? Und Jesus hat auch immer wieder, als er gefragt wurde, ja, was die Grundlage dafür, hat er immer wieder gesagt, glaubt an mich, ja, ihm wirklich zu vertrauen, dass er frei machen kann von Sünde. Und wie hat er zum reichen Jüngling gesagt? Ja, alles verkaufen, Fokus ganz auf mich und halte die Gebote. Das ist das, was Jesus dem reichen Jüngling gesagt hat. Und das sind also einige Fakten jetzt über diesen Mann, über Greg Laurie, der sich angeblich in dieser Zeit, dieser Bewegung bekehrt hat. Und der eben von Lonnie Frisbee getauft wurde. Und der Film zeigt jetzt seine Perspektive dieser Geschichte. Und ich möchte diesen Clip nun zeigen, diese Taufszene, wo Lonnie Frisbee Greg Laurie tauft. Hi. Greg, right? Yeah. I've been praying for this moment since I first met you. Have you decided? I don't know. You want to decide right now? Yeah. Yeah, I do. And pray with me. Lord Jesus, I know I'm a sinner. Lord Jesus, I know I'm a sinner. But you are the Savior of the world. You are the Savior of the world. I ask you to come into my life. I ask you to come into my life. I repent from my sins. I repent from all my sins. And I accept you as my Lord and Savior, my God and friend. And I accept you as my Lord and Savior, my God and my friend. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Greg, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.
How do you feel? Alive. Und ich weiß nicht, wie es dir vielleicht, wenn du getauft wurdest, mit deiner Taufe ging. Ich kann euch nur sagen, ich habe nicht, wie das jetzt in diesem Film dargestellt wurde, so ein langes, ja, irgendwie Erlebnis unter dem Wasser auf einmal gehabt und dann, naja, mit so der Dramatik wieder aufgekommen und alles das. Das sind natürlich Filme, wir wissen das. Aber wenn es ein ehrlicher Film ist, sollte das auch diese Szene an sich nicht so dramatisiert werden. Denn wir sind sicherlich nicht alleine durch die Taufe ja, gerettet. Viele Taufen finden auch einfach oberflächlich statt. In dem Sinne, dass Menschen, wenn sie dann zur Taufe geführt sind, viele Menschen einfach nicht wirklich fundiert sind. Dass sie ein gewisses Fundament haben. Dass sie wirklich überzeugt sind von ihren Sünden. Dass sie einen Erlöser wirklich brauchen, weil sie wirklich tief in ihrem Herzen erkennen, dass sie sündhaft sind. Und dass der ehrliche Reue stattfindet und sie wirklich traurig sind über ihre Sünden. Wenn das passiert vielmehr, dann ist man wirklich qualifiziert, um getauft zu werden. Dass man Jesus wirklich als persönlichen Erlöser annimmt, aus dem Bewusstsein heraus, wie abhängig man von ihm ist. Und nicht einfach dieses im Englischen würde man sagen, easy believism, ja? Dass man das den Menschen auf die Schiene herunterschiebt, wo man einfach sagt, okay, jetzt sprecht dem Evangelisten oder dem Prediger irgendwie ein Gebet nach, wie wir es auch gerade hier gesehen haben, und dann bist du gerettet, du gehst zum Himmel und das einfach so aus einer spontanen, schnellen Entscheidung heraus. Und das passiert bei vielen Menschen, so, es ist so. Jetzt magst du vielleicht sagen, aber was ist denn mit dem Äthiopier, der da so auf seinem Karren am Reiten war, der ist auch schnell getauft worden. Ist er auch, aber was hat er denn vorher gemacht? Er kam nicht nur nach Jerusalem als jemand, der, keine Ahnung, als Tourist, der hat wirklich Gott gesucht vom Herzen. Der war dort am Studieren, der war an einem Punkt, wo er wirklich ja, erkennen wollte und dann die Hilfe bekommen hat, durch Gott, dass er wirklich verstehen kann, über wen er dort in der Jesaja-Schriftrolle liest, dass er sich auf Jesus Christus bezieht. Dieser Mann war im Wort drin gewesen. Wenn ich mich an meine eigene Taufe erinnere, dann kann ich nur sagen, dass ich es zwar ehrlich gemeint habe mit Gott, ich wollte Jesus nachfolgen, keine Frage, habe aber nach der Taufe weiterhin vieles nicht verstanden, weil ich vorher schon nicht auf einen gewissen Grund gesetzt wurde, was dann dazu geführt hat, dass ich nach meiner Taufe, obwohl ich dann angefangen habe, auch die Bibel zu lesen, trotzdem sehr viel weiterhin in Sünde verharrt war. Und es ist klar, wir gehen Schritt für Schritt, ja, keine Frage. Aber das hat dazu geführt, dass ich nicht ein gewisses Fundament hatte, dass ich sehr schnell wieder abgekommen bin vom Glauben, in die Welt komplett zurückgegangen bin und dann jahrelang, wie ich schon bereits gesagt habe, in der Welt gelebt habe und ich glaube, verloren war in dieser Zeit. Als ich dann 2010 zurückkam zum Glauben und ich dann eine wirklich tiefe, echte Bekehrung hatte, die so weit ging, dass es mir heute ganz deutlich zeigt, dass ich Sünde damals, als ich getauft wurde, noch nicht in dem Licht gesehen habe, wie ich sie 2010 dann gesehen habe, was Sünde wirklich ist und was ich Gott angetan habe mit diesen Dingen, was ich dazu beigetragen habe, dass Jesus Christus sterben musste. Und das ist ein Problem. Das wird eben ja, sehr klar, auch durch diesen Film halt hier so porträtiert, so dargestellt, dass es, ja, sprech einfach schnell ein Gebet nach und jetzt willst du dich jetzt entscheiden, gerade schnell, und Menschen einfach nicht zu einem gewissen Punkt gegründet sind, sodass sie, wie es in meinem Fall auch war, wieder sehr schnell abfallen. Und dahingehend werden die Menschen getäuscht, weil sie halt immer noch denken, dass sie Christen seien, obwohl sie dann in der Kirche sitzen und dennoch verloren sind. Und sie täuschen sich darin selbst. Und auch die Prediger schaden ihnen mehr, anstatt dass sie ihnen helfen. Denn dieser Glaube, komm wie du bist, ist ja nicht völlig falsch. Aber was bedeutet das? Denn viele denken, da sind nicht wirklich Bedingungen, um angenommen zu werden. Aber die Bibel sagt uns 1. Johannes 1, Vers 9 ganz deutlich, dass für tiefe Sündenbekenntnis und Reue stattfinden muss und dann nach Sprüche 28, 13 diese Sünde sein zu lassen. Vielmehr wird den Menschen aber gesagt, dass zuerst Annahme stattfindet, dass du dann deine Sündenbekenntnis gibst und dass du dann im nächsten Schritt mit deinem Leben aufräumst. Aber das schafft ja nicht ein wirkliches Bedürfnis. Und das ist auch, glaube ich, bei den Hippies sehr viel passiert und passiert heute immer noch, dass man versucht, ihnen zuerst Jesus in dem Sinne zu vermitteln, anstatt wie man zu Jesus wirklich kommen kann. Und hört mir bitte richtig zu, ich spreche jetzt nicht von eigenen Werken,
Das möchte ich ganz klar abtrennen. Ich kann von mir aus nichts tun, um mich zu verändern. In diesem Sinne, klar, kann ich zu Christus kommen, ja, wie ich bin, keine Frage. Aber auch im Kommen sind halt eben Bedingungen bereits gegeben, weil die Annahme ein Beziehungsprozess ist. Die Voraussetzung ist das Gesetz und der Gehorsam. Denn wenn wir in den Garten Eden hineinschauen, wo die Schlange dort zu Eva gesprochen hat und hat ihr gesagt, du wirst ewig leben ohne Gehorsam. Da wird hier Liebe und Gesetz voneinander getrennt. Und das ist ein spiritistisches Evangelium. Es ist nicht das ewige Evangelium. Und das ist genau das, was Greg Laurie auch macht in seinem Unterschied zwischen annehmen Jesus und Jünger zu sein, was in seinen Augen eben optional ist. Übrigens, in dieser Szene, die wir uns gerade angeschaut haben, wo in der Bibel sehen wir bitte, dass während der Fußwaschung Menschen gesagt wird, dass sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? Jetzt mag man sagen, das ist aber jetzt sehr engstirnig, Timo, wie du denkst. Aber wisst ihr, das ist nicht das, was wir in der Bibel sehen. Die Bibel sagt uns viel mehr, dass es ein wirklich enger, schmaler Weg ist. Jeder ist natürlich eingeladen. Gott möchte jeden retten. Jeder kann auch gerettet werden. Aber das sind Bedingungen. Und diese Bedingungen müssen erfüllt werden, weil es sonst Anmaßung ist. Man kann nicht einfach sagen, ich nehme Jesus an, aufgrund der und den Dingen, ja. Aber bin ich bereit, die Bedingungen wirklich, die Gott niedergelegt hat, eben zu erfüllen? Und lass uns diese Bedingungen jetzt biblisch noch etwas besser und tiefer verstehen. Wie werde ich von Gott wirklich angenommen? Jesus betet in Johannes 17. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Jesus etabliert hier ein ganz wichtiges Prinzip, indem er die Welt gleichsetzt mit dem Bösen, also dem Weltlichen, dem Fleischlichen. Das heißt, ohne Trennung von der Welt kann es keine Annahme bei Gott geben. Annahme kann nicht geschehen, wenn Trennung nicht zuvor stattfindet. Was ja auch ganz logisch ist. Warum sollte ich sonst zu Jesus kommen, wenn ich jetzt einfach dahin gehe und sage, okay, ich nehme ihn jetzt an, aber da findet keine Trennung von der Welt statt, dann offenbart das ja damit, dass ich gar nicht verstanden habe, warum ich eigentlich zu ihm komme. Weil ich ihn ja brauche wegen ja, dieser Trennung vom Bösen, von der Welt, von der Sünde in meinem Leben. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen. Das ist also, was die Bibel lehrt. Annahme ist an Bedingungen geknüpft. Allein das Kommen, ja, wie zum Beispiel Matthäus 11, wo Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, das an sich ist ja schon dieses Kommen, diese Art Kommen ist ja schon Gehorsam. Und Annahme hat nichts mit der Liebe Gottes zu Sündern im Generellen zu tun. Gott liebt die Sünder, keine Frage, aber es ist an Bedingungen geknüpft, um sein Kind zu werden. In Johannes 1 lesen wir, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was damit zu tun hat, zu vertrauen, dass Gott mich wirklich retten kann von Sünde. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es muss eine Neugeburt stattfinden. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Das Charakter, ja, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und es ist interessant, dass die Welt quasi sagt und es auch dort vermittelt wurde und durch diesen Film, dass man den Willen Gottes prüfen soll durch die Erneuerung unseres Verstandes und sich dann von der Welt trennt. Es ist interessant, die Bibel lehrt genau das Gegenteil. In Römer 12 werden uns die Schritte genau anders aufgezählt. Dort heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das ist der erste Schritt. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier sehen wir die Reihenfolge, wie Gott sie festgelegt hat. Aber diese Bewegung und dieser Film drehen das Ganze auf den Kopf. Und das ist ein Problem, ja? Das ist genau das Gegenteil von dem, was Römer Kapitel 12, Vers 2 uns aufzeigt. Und nochmals, ich glaube, wenn Menschen damals eine Verkündigung gehört hätten von Lonnie Frisbee, Chuck Smith und so weiter,
die wirklich ins Herz gegangen wäre, wo Menschen damals an Pfingsten verstanden hatten, meine Güte, wir haben den Erlöser, wir haben den Sohn Gottes getötet durch unsere Sünden. Buchstäblich natürlich auch damals, ja. Was wäre passiert, wenn eine solche Botschaft gepredigt worden würde? Keine freie Liebe mehr, freier Sex, Drogen, die ganze Musik da und so weiter, wo diese Menschen involviert waren. Wären sie trotzdem in die Gemeinde gekommen? Hätten sie, das wäre das Heilmittel gewesen, das sie dann wirklich verstanden hätten, ja. Jesus, dass ich mich von diesem Weltlauf wirklich trennen muss, dass eine Verwandlung in meinem Sinn stattfinden muss, damit ich wirklich verstehen kann, was ist der wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Und dann gehe ich zur Taufe. Ja. Aber was man hier macht, ist Jesus auf so eine Ebene weiter runterzuschrauben, um ihn einfach für jeden akzeptabel und für jeden annehmbar zu machen. Aber hat Jesus nicht gesagt, dass wenn er erhöht wird, dass er die Menschen zu sich zieht? Nicht, wenn wir den Standard heruntersetzen. Dieses ganze Konzept wird hier voll auf den Kopf gestellt. Ja. Es macht die Pforte viel breiter für die Menschen, um Erlösung zu bekommen, annehmbarer für den fleischlich gesinnten Menschen, wo die Bibel uns aber sagt, in Lukas Kapitel 13, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, hier haben wir das Wort wieder, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Und meine Lieben, ich möchte ganz klar feststellen, es geht nicht darum, es jemandem schwierig zu machen. Keine Frage, aber es geht darum, um ehrlich zu sein, die Bedingungen ganz klar zu präsentieren, dass es dich etwas kostet, und zwar dein ganzes fleischliches Leben, um Christ zu werden. Und wie besprochen, das Kommen hat schon die Voraussetzung, ein wirklich zerknirschtes Herz zu haben. Denn die Bibel sagt uns auch, Gerechtigkeit, also das richtige Tun gemäß dem Gesetz Gottes, erhöht ein Volk. Aber die Sünde ist der Leute Verderben. Und hier sehen wir in diesem einfachen Vers, dass hier eine Regel, ein Standard etabliert wird, der keinen Zwischenraum zulässt. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber Sünde führt ein Volk ins Verderben. Und die Strände damals in Kalifornien, die waren geflutet an Menschen. Aber das ist auch, das muss man verstehen, das ist auch Psychologie der Massen. Dass wenn irgendwo was ausbricht und die Medien schreiben dann darüber und die Leute lesen und denken dann, oh, das ist der Heilige Geist wirkt dort. Und ich will nicht sagen, keine Frage, dass Menschen ehrlich waren, ja, dass sie wirklich nach Gott gesucht haben, keine Frage. Aber es ist trotzdem so, wie wie Massenpsychologie funktioniert. Da passiert was, das ist eine Sensation und dann denken sich die Leute, oh, da ist was, ich muss da jetzt sein, ich muss da jetzt hin. Ja, wir auch eben schon ein paar dieser Trailer-Ausschnitte gesehen haben. Und je mehr sich natürlich bewegen und das dann, ja, umschlägt, mehr Leute davon hören, desto mehr Leute laufen zu diesem Ereignis hin. Genau das Gleiche ist auch in Asbury vor ein paar Wochen passiert. Das ist ein bisschen wie im Sommerschlussverkauf, wo Leute da hinrennen und sich bekloppt machen und irgendeinen Müll kaufen, was die Leute gar nicht brauchen. Ja? Aber das ist hier natürlich kein Müll, sondern wir sprechen hier von der Erlösung in Jesus Christus. Wir sprechen hier von unserem ewigen Leben. Aber wie oft haben sich Menschen schon taufen lassen, und vielleicht auch du, die das getan haben, weil sie eben aus dieser Situation herauskamen, weil der Partner sich hat taufen lassen oder weil Freunde sich haben taufen lassen, meine Jugendgruppe haben sich auf einmal alle taufen lassen, mein bester Freund und so weiter hat sich jetzt taufen lassen. Was mit diesen vielen Menschen passiert? Viele von ihnen sind einfach nur nass geworden. Das ist die Realität, ja? Und sind nicht gegründet. Und wenn dann natürlich auch noch das Fernsehen auf dich schaut und die weltlichen Medien das zum Fokus machen, ja, wenn die ganze Welt auf einmal auf dich schaut und große Zahlen entstehen, große Erfolge entstehen, dann ist natürlich die Gefahr, dass du sehr stark beeinflusst wirst. Genauso, glaube ich, ist das auch im Fall von Greg Laurie passiert. This is a multitude of people and we are so thankful that you have all made the most important decision of your entire life. This is the night your life changes for time and eternity. As I pray this prayer, I would like you to pray it out loud after me. God, I'm sorry for my sin, but I thank you for sending Jesus Christ, the Son of God, to die on that cross for my sin. I turn from that sin. I choose to follow Jesus from this night forward as Savior and Lord, as my God and my friend,
Thank you for hearing this prayer. Thank you for answering this prayer. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you guys. And welcome to the family of God. Ich glaube persönlich nicht, dass Erlösung so stattfindet, wie wir es gerade gesehen haben. Dass man einfach nur ein Gebet, ein sehr oberflächliches Gebet, einem Prediger oder Evangelisten nachspricht. Weil ich sehe das in der Bibel, muss ich euch ehrlich sagen, sehe das so nicht. Ja? Bete einfach nur das nach und dann werden Menschen sehr oft nach vorne gerufen, diese typischen, im Englischen sagt man Altar Calls, wo die Menschen dann halt ja, vorne an die Bühne dann auch kommen und dieser Hype drum gemacht wird. Das Ganze wird dann mit Musik untermauert und Emotionen aufgebaut. Ich muss ehrlich sagen, dass ich glaube, dass es falsch ist, solche Dinge zu tun. Weil es bei dem Sprecher erstmal nur Stolz verursacht und auch Menschen manchmal aus Emotionen heraus und Oberflächlichkeiten dann diese Entscheidungen treffen. Aber nochmal die Frage, wo sehen wir das Ganze in der Bibel? Hat Jesus nicht einfach die Frage gestellt oder die Voraussetzung gegeben, wo er gesagt hat, indem er mir nachfolgt, gibt alles auf? Wir können nicht zwei Herren dienen, Gott will unser ganzes Herz haben. Und nicht einfach, dass er gesagt hat, okay, wer mir jetzt nachfolgen will, der tritt jetzt nach vorne aus der Masse heraus und der zeige sich jetzt. Ist das das, was wir in der Bibel sehen? Ich sehe das nicht so. Aber die Frage ist, wo hat Greg Laurie all diese, ich sage jetzt mal, Techniken oder vielleicht Überzeugungen her, die er gebraucht? Natürlich, Lonnie Frisbee haben wir gesehen, diese Verbindung dazu. Aber es war nicht nur alleine Lonnie Frisbee und aus dieser Zeit heraus, sondern das Ganze ist natürlich weiter geschult worden und perfektioniert worden. Von Menschen wie zum Beispiel dem Folgenden. Denn Greg Laurie wurde auch gelehrt von Billy Graham, der Millionen natürlich von sozusagen Nachfolgern produziert hat, aber mit der gleichen Technik und gleichen Art, mit einem sehr oberflächlichen Evangelium. Und er hat mal ein Buch über ihn geschrieben mit dem Titel The Man I Knew, also den Mann, den ich kannte. Und in einem Post, als Billy Graham damals gestorben ist, hat er gesagt, das war ein großer Mann Gottes und Billy Graham, der ist jetzt in den Himmel aufgefahren. Übrigens, Billy Graham ist nicht bereits in den Himmel aufgefahren, sondern wie die Bibel sagt, alle Toten schlafen bis zur Wiederkunft oder bei der zweiten Auferstehung der Ungerechten. Das könnt ihr übrigens in dem Video Teil Nummer 4, Gefangen im New Age, in meiner Serie nachstudieren. Ganz wichtiges Thema, die Unsterblichkeit der Seele und was passiert mit den Menschen, wenn sie sterben. Aber Billy Graham, er war von der Welt wirklich erhoben. Ja, er wurde der Evangelist der amerikanischen Präsidenten genannt, war oft auf dem Time Magazine zu sehen und Billy Graham konnte dort ein- und ausgehen. Und es ist sehr interessant, dass wenn wir mal im Vergleich uns Daniel anschauen, der nach Babylon gebracht wurde oder auch Josef nach Ägypten, die haben sich nicht entschieden, ja, dorthin zu gehen. Die wurden dorthin verschleppt. Gott hat sie dann natürlich dort gebraucht, keine Frage, aber es waren andere Bedingungen und es war auch nicht ein Vorgehen, dass wir sehen, dass diese Leute jetzt wie Billy Graham hier jetzt auf einmal auf dem Time Magazine mehrmals erscheinen über die Jahre, sondern Leute wie Daniel und auch Josef in seinen Anfangsjahren, die wurden viel mehr von anderen Leuten betrogen, man hat sie versucht, ihnen Sachen anzuhängen, man hat sie sogar versucht zu töten. Und Christus, der Meisterevangelist war, der wurde gehasst von der Welt und weltlichen Königen. Für mich sieht das Ganze viel mehr aus, dass Billy Graham in eine solche Position bewusst gesetzt wurde. Denn er war auch sehr eng mit Papst Johannes Paul II. Gewesen, hat ihn, glaube ich, 3 oder 4 Mal persönlich getroffen, war sehr in Gunst der Ökumene, Billy Graham. Und lasst uns mal einige der Dinge anhören, die Billy Graham über die Jahre gesagt hat. And the Reverend Billy Graham, who has called the Pope the greatest religious leader of the modern world and one of the greatest moral and spiritual leaders of the century. Since that time, the whole relationship between me and my work and you and your work and the Roman Catholic Church has changed. They open their arms and welcome us, and we have the support of the Catholic Church almost everywhere we go. And I think that we must come to the place where we keep our eyes on Jesus Christ and not on what denomination or what church or what group we belong to. Oh, prayer council with the Vatican. I've been to see the Pope several times. And in fact, the day that he was inaugurated or made Pope, I was preaching at his cathedral in Krakow. I was his guest. You were preaching in his church the day he was made Pope. That is correct. In Krakow.
You like this Pope? I don't like him very much. He's very conservative. He and I agree on almost everything. And I felt that God had called me to love all people, whatever church they went to, whether it's Catholic or Protestant or who, and work with them. And today we have almost 100% Catholic support in this country. That was not true even 20 years ago. And the bishops and archbishops and the Pope is our friend. And we have plans underway now for a couple events that will probably be world news about our relationship with the Roman Catholic Church. And because there's so much that we have in common and so much of what we believe. They believe in Christ. They believe in the death of Christ on the cross and his resurrection. But I belong to all the churches. I'm equally at home in an Anglican or Baptist church or Brethren Assembly or Roman Catholic church. And I would have to say that I would identify with the customs and the culture and the theology of that particular church. Ich kann einfach nur sagen, wow, das ist einfach unfassbar, ja, was dieser Mann von sich gegeben hat. Ob das mit Absicht war, manche sagen, er war Freimaurer gewesen, keine Ahnung, ich kann das nicht bestätigen. Was ich aber definitiv bestätigen kann, ist, dass dieser Mann extrem getäuscht war. Wie gesagt, ob er es bewusst gemacht hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber extrem betrügerisch und täuschend und ein extremer Push für die Ökumene. Er sprach darüber, dass die katholische Kirche in Gunst des Protestantismus gekommen ist. Und es hat einfach damit zu tun, nicht, dass die katholische Kirche sich verändert hat, die hat sich null, aber auch null verändert. Ja, die sieht nur auf der Oberfläche so mild und sanft aus, derzeit zumindest noch. Sondern es liegt vielmehr daran, dass der Protestantismus einfach nur noch den Namen des Protestantismus trägt. Und die katholische Kirche, die wird nach Offenbarung Kapitel 13, 17 und 18 die Macht wieder zurückerlangen, die sie einst hatten, die sie während der Französischen Revolution verloren haben. Und sie wird dort nicht zu Unrecht bezeichnet als die Hure Babylon, als das erste Tier aus Offenbarung 13 oder auch das kleine Horn in Daniel 7 und Daniel 8. Und wenn wir uns hier diese Bilder mal anschauen, wo Papst Franziskus, das ist nur eine kleine Auswahl an Bildern, wo er sich getroffen hat mit angeblichen Protestanten, ja, sei es deutscher Natur oder von der Weltökumene, vom Weltkirchenrat oder auch Leute, wie wir im ersten Studium uns schon angeschaut haben, wie John Arnott aus dem sogenannten Toronto-Segen oder Kenneth Copeland und all diese Menschen. Und deshalb wird auch der abgefallene Protestantismus, vor allem in Amerika, bezeichnet als der falsche Prophet, die in einer dreifachen Vereinigung mit dem Drachen, dem Spiritismus, Atheismus und all diesen Dingen sich zusammentut mit der katholischen Kirche und sie gemeinschaftlich sich gegen Gott wenden werden. Es sieht alles christlich aus, aber ist reiner teuflischer Natur. Und leider hat auch die Calvary Chapel Billy Graham, als er damals gestorben ist, aber auch schon zu Lebzeiten, immer wieder Tribut gezollt für sein Lebenswerk. Eine Frucht aus seinem Lebenswerk ist Rick Warren, der die gleichen Praktiken gebraucht wie Billy Graham und einige darüber hinaus noch, der auch sozusagen Millionen Nachfolger geschaffen hat, der aber, und das habe ich bereits in dem Studium Asbury und die falsche Erweckung der Neuzeit auch thematisiert, schaut euch dieses Video gerne an, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, der unter anderem sagt, dass biblische Prophetie nur ablenkt und dass sie vom Teufel sei. Das ist der Wahnsinn. Ja? Jesus hat gesagt, dass wir Prophetie studieren sollen, dass es wichtig ist, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Natürlich will er davon ablenken, der Teufel will davon ablenken, weil man natürlich nicht herausfinden soll, dass Rick Warren und diese Leute, die wir hier besprechen, eben Teil seines Teams sind, um die Welt zu verführen. Ja, im christlichen Gewand. Rick Warren, der auch absolut in Gunst war, einer neuen Weltordnung, der Ökumene, der auch zusammengearbeitet hat oder auch noch tut mit Greg Laurie, damals mit Chuck Smith, der heute jetzt nicht mehr lebt, die sich gegenseitig empfohlen haben. Und diese Person ist es eben, die auch in Hollywood, Greg Laurie, gefeiert und zelebriert wird. Was aber nichts weiter ist, Hollywood auch, wie eine Wiege des Spiritismus, wo auch eben Liebe verkündigt wird ohne das Gesetz Gottes.
Nun kann eine Person hier jetzt nicht aus dieser Bewegung heraus dort starten und dann zum Ziel kommen. Sicherlich, wir haben das auch schon in Teil 1 gesehen, wollen da auch fair sein. Natürlich dort, wo Satan wirkt, und das tut er hier sehr offensichtlich, greift natürlich Gott auch rein und versucht Leute, die Situation zu benutzen, um sie dann auf den wahren Weg zu führen. Aber wie viele Menschen mehr, ja, und deshalb können wir das nicht entschuldigen, deshalb, dass es dann trotzdem richtig ist, wie viel mehr Menschen gehen zur gleichen Zeit verloren, die eben durch die richtigen Prinzipien gerettet hätten werden können? Die glauben, dass sie Christen sind und dass, wenn dann aber die Krise im Leben kommt, die dann unseren Charakter wirklich prüft, dann kein Fundament da ist, dass es nicht auf Stein gebaut war, auf den Felsen Christus, sondern auf Sand gebaut war. Aber dieser Felsen ist notwendig in unserem Leben, dass er uns zertrümmert, unser Ich zertrümmert, dass wir uns komplett wirklich hingeben. Und daher sollte man Menschen auch nicht, das ist meine persönliche Überzeugung, zu schnell führen, ja? Sondern dass sie gegründet werden zum gewissen Punkt, auch vor der Taufe, dass sie sich wirklich bewusst entscheiden, vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, wo die Verführungen so stark und so enorm sind. God has chosen himself some prophets. And the church for so long has been expecting a certain mold of what a Christian should look like or what a Christian should be or what a Christian should say. And God is blowing everybody's mind because he's saving the hippies. And nobody thought a hippie could be saved. Die Bedingungen, dass jemand von Gott wirklich als Prophetenamt berufen wird, dass er den Geist der Weissagung bekommt, die haben wir bereits studiert. Denn es liegt nicht daran, ja, wie hier vermittelt wird, dass keine Veränderung, keine Heiligkeit stattfinden muss, sondern einfach nur ein Gebet gesprochen und dann, ja, you're good to go, sozusagen, ja, dann passt alles. Aber vielmehr, wenn die Gemeinde Gottes wirklich im Wort gegründet ist, auf das, was wir jetzt hier aus diesem Originalausschnitt von Lonnie Frisbee gehört haben, wenn eine Gemeinde wirklich auf das Wort Gottes gegründet ist, dann hat sie vollkommen nicht nur das Recht, es ist ihre Pflicht, die ganze Schrift zu unterweisen den Menschen. Und es ist natürlich keine Frage, ja, kann ein Hippie gerettet werden? Natürlich kann ein Hippie gerettet werden. Jeder Mensch, der nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat, kann erlöst werden. Aber wiederum, das Ganze hat Bedingungen. Wenn ich in mein Leben hineinschaue damals, ich habe euch ein bisschen schon erzählt, ja, ich sah aus wie, ja, habe mich verhalten wie absolut nicht christlich, Worte gebraucht und gegessen und getrunken, wie mir einfach Lust danach war. Aber es sind Bedingungen, die ich auch kennenlernen musste, um eben nicht, dass der gleiche Fehler gemacht wird in den Gemeinden, was eben so viel passiert, was auch im ersten Jahrhundert des Christentums stattgefunden hat, dass viele Menschen hineingekommen sind und die Gemeinde sich so gespalten hat und so verwässert wurde, weil eben Leute hineingenommen wurden, nicht auf den biblischen Bedingungen. Und dann haben sie all ihre falschen Praktiken und Dinge hineingebracht und das hat die Gemeinde damals gespalten und zerstört und hat Riesenchaos in die erste Gemeinde gebracht. Und es ist auch keine Frage, ja, dass die Gemeinde Gottes den Auftrag hat, auf eine liebende Art und Weise, freundliche Art und Weise natürlich, den Auftrag hat und die Pflicht sogar hat, den Menschen zu unterweisen über diese Dinge. Es wäre eine Sünde vor Gott, das nicht zu tun, einen Menschen auf diese Dinge in Liebe aufmerksam zu machen. Aber was wir vielmehr eben sehen, ist diese ganze billige Gnade, was wir heute eben verbreitet sehen in vielen evangelikalen, charismatischen Pfingstgemeinden, neuapostolische Reformbewegungen und so weiter. Dass es mehr darum geht, wie fühlst du dich denn? Ja, wie kannst du damit umgehen? Und nicht, ja, wie du die wahrhaftige Erfahrung mit Gott eigentlich haben kannst. How has he changed your life, Lonnie? Well, the Lord says, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things pass away, and behold, all things become new. He's changed me all around. Really? Inside out, through and through. And the things you once loved, you have no desire for at all, right? Just went right out. And he says, I'll take your stony heart of unbelief, and I'll put a new heart within you, and place my spirit within you too. And so everything changes. He says, I'll become a well of living water gushing forth from within you, and that well of living water gets out everything else. And the new birth experience is real. Sure is. It's the most real thing in the world. He's really, really real. How many of you know what Lonnie's talking about? Yeah. Nun, Jesus ist es in der Tat absolut real, ja.
und er ist absolut mächtig. Aber wie war das im Leben von Lonnie Frisbee? Wir haben es im ersten Teil studiert. Wie echt war seine Neugeburt? Wie echt war die Neugeburt von Greg Laurie? Ja, denn alles, was Lonnie Frisbee hier in diesem Ausschnitt sagt, ist ja korrekt. Ja, keine Frage, hat gar nichts Falsches gesagt. Aber könnten wir bitte ein bisschen genauer sein? Worum geht es denn genau, ja, als er gefragt wurde? Was hat sich denn wirklich genau geändert? Ist die freie Liebe sozusagen, ja, Sex mit jedem zu haben, ist das weggeschoben worden aus dem Leben? Was ist mit Drogen? Was ist mit Homosexualität? Was ist mit der unbiblischen, falschen Musik, die wir auch studiert haben in Teil 1? Was ist mit den okkulten Praktiken? Was ist mit dem Spiritismus? Falscher Zungenrede, all diese Dinge. Hat es geführt nach Jesaja 8, Vers 20 hin zum Gesetz und hin zur Weissagung, zum Zeugnis, zur ganzen Schrift, zum ganzen Gesetz und zur ganzen Schrift? Hat es dahin geführt? Hat es nicht. Aber die Menschen lassen sich täuschen von diesem charismatischen Erscheinungsbild einer Person und vergessen, dass die Bibel uns sagt, dass der Satan auftritt als ein Engel des Lichts. Er tritt nicht auf als ein Dämon, wo es zu erkennen ist, sondern er tritt auf als Engel des Lichts. Daher ist auch mein Eindruck von diesen ganzen Bewegungen und diesen ganzen falschen Lehrern, die wir da heute sehen, dass es natürlich auch ehrliche Menschen gibt. Aber die müssen sich auch offenbaren und zeigen, dass sie Schritte tun und auch herauskommen, auf die Stimme Gottes wirklich hören. Denn nur dann, wenn man diese Schritte rausmacht, zu Gottes Endzeitbotschaft und seinem Endzeitvolk, den Übrigen hin, dann sind sie wirklich geführt vom Heiligen Geist in alle Wahrheit. Denn Gott hat seine Schafe überall. Keine Frage, Jesus sagt uns das in Johannes Kapitel 10. Es ist nicht alleine meiner Denomination so. Aber dieser Schritt muss gemacht werden. Auf die Stimme muss gehört werden, wie es in Offenbarung 18 uns beschrieben wird. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Das heißt, Gott ruft raus, er hat ein Volk, was in Babylon, in diesem ganzen Pool der falschen Religion und auch des falschen abgefallenen Protestantismus drin ist, aber er ruft sie jetzt raus. Denn Satan manifestiert sich selbst in diesen Kirchen, weil sie großes Licht verworfen haben und Satan so mehr Raum gegeben haben. Aber dennoch sagen einige immer noch, nein, das Ganze ist von Gott gewesen. Und in meiner Gemeinde, wo das praktiziert wird, da sieht man und fühlt und merkt den Heiligen Geist. Nochmals, sag mir bitte, wenn Babylon den Großteil der Christenheit auch umfasst, mit einschließt, wenn es niemand mehr ist, wer bleibt dann bitte noch übrig? Die Bibel sagt, die vielen werden in die Irre gehen. Und es sind wenige übrige, die Gebote Gottes halten, das Zeugnis Jesu und den Glauben Jesu, die nicht verführt werden in dieser Zeit. Viele, im Gegensatz zu ein paar wenigen, die wirklich auf der Schrift gegründet sind und treu sind. Nun, im ersten Teil haben wir über das Leben von Lonnie Frisbee ausführlich uns einen Einblick verschafft und dass er auch mit großer Wahrscheinlichkeit ein homosexuelles Leben teilweise in seinem Leben ausgeführt hat, weiterhin während seines Dienstes auch. Und dass das Ganze auch gebraucht wurde und heute noch verstärkt gebraucht wird, auch in der LGBTQ+-Bewegung. Nämlich eben, um homosexuelle Praktiken in die Gemeinde Gottes hineinzubringen und zu rechtfertigen. Und da möchte ich euch ein aktuelles, interessantes Beispiel geben, was nämlich das Resultat von all diesem Denken auch heute ist. Hier sehen wir Jackie Hill Perry. Sie ist eine Autorin, Poetin, Bibellehrerin und auch ein Hip-Hop-Künstler. Sie war selber nach eigenen Aussagen homosexuell, sie war lesbisch gewesen. Sie sagt auch, dass Gott sie verändert hat. Sie ist heute verheiratet mit einem Mann, der übrigens auch Rapper ist, hat auch Kinder mit diesem Mann. Zur gleichen Zeit sagt sie aber auch und pusht folgende Idee. Sexualität hat nichts mit Erlösung zu tun, sagte Jackie Hill Perry im TBN-Gespräch über Gay Girl Good God. Auf Deutsch so viel wie homosexuelles Mädchen, guter Gott. Jackie Hill Perry, Autorin des Buches Gay Girl Good God und ehemalige Lesbe, besteht darauf, dass die sexuelle Orientierung im christlichen Konzept der Erlösung keine Rolle spielt, weil Gott die Menschen nicht dazu aufruft, heterosexuell zu sein. Wenn es einen Felsen gibt, unter dem ich sterben sollte, dann ist es die Tatsache, dass das Evangelium nicht dazu aufruft, seine Orientierung zu ändern, sondern sich Christus als Herrn zu unterwerfen,
sagte Hill Perry in der Überschrift ihres viralen Videoclips. Wenn du das tust, wirst du durch die Kraft des Geistes tatsächlich verändert, bekehrt. Aber diese Veränderung lässt die Versuchungen nicht verschwinden. Wenn überhaupt, befähigt dich die wahre Bekehrung, ihnen zu entkommen. Es gibt heute nichts mehr, was es nicht gibt. Der Satan nimmt alles. Dem ist natürlich überhaupt gar nichts heilig. Ja? Er nimmt alles und vermischt das so mit Lüge, dass sich Menschen wie Sie hinsetzen können. Leute denken auf einmal, wow, ja, das stimmt ja. Und es ist ein Problem, was wir überall sehen. Selbst in meiner eigenen Kirche sehen wir es gerade aktuell. Es ist der Wahnsinn, dass Leute sowas denken. Ja? Dass du gleichzeitig, dass du homosexuell sein kannst, sogar im Predigeramt sein kannst, wie sie auch oder andere, die das jetzt gerade pushen, diesen Gedanken, und glauben, dass sie Gott wohlgefällig sind und merken nicht, dass sie Agenten Satans sind. Es ist interessant, dass diese Person hier, Jackie Hill Perry, dass sie auch sagt, in einem Interview habe ich gehört, dass sie in der ganzen Bibel, in allen 66 Büchern der Bibel, dass Gott uns nirgendwo sagt, dass wir heterosexuell sein sollten. Bitte was? Ich weiß nicht, welche Bibel diese Frau gelesen hat. Wisst ihr, wenn man die Bibel studiert, es ist immer gut, an den Anfang zu gehen, das erste Mal, wenn ein Wort irgendwo in der Bibel auftaucht, und dann zu studieren, infolgedessen, was sagt die Bibel über all diese Dinge, ja? Um wirklich herauszufinden, was ist der Wille Gottes. Und gerade auch in diesem Fall macht es Sinn, einfach in das erste Buch Mose zu gehen, in das erste Kapitel bereits hineinzugehen und dann Folgen zu lesen über dieses Thema, weil man sieht, dass innerhalb dieser 66 Bücher in der Bibel Gott eine ganz klare Stellung zu diesem Thema hat, dass es da gar keine Diskussionsgrundlage gibt zu. Aber es gibt nichts mehr, was es nicht gibt. Ja? Und mehr Menschen glauben aber, dass man gleichzeitig in einem Dienst für Gott sein kann und homosexuell. Aber wenn Gott die Sünde, und das lesen wir in den 66 Büchern der Bibel, der Homosexualität wirklich verabscheut, würde er dann eine Person wie Lonnie Frisbee benutzen, um ein solches großes Werk auszuführen? Oder wäre es vielmehr Satan, der sich Agenten geschaffen hat, um seine Agenda zu pushen, um eine pervertierte Version des Christentums voranzutreiben? Lasst euch daran erinnert sein, Gott lässt sich nicht spotten. Und wir sehen einen nachlassenden Druck auf dieses Thema in jeder christlichen Kirche. Es wird Schritt für Schritt vorwärts gebracht, dieser Gedanke. Und auch Jesus Revolution, ja, der in diesem Film nur die Evangelisierung von Frisbee darstellt, aber kein Wort darüber verliert, dass er zur gleichen Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit einen homosexuellen Lebensstil ausgelebt hat. Es wird natürlich nichts auch über seine okkulten und spiritistischen Ausführungen berichtet, die er bereits, wie wir in Teil 1 gesehen haben, in den frühen Jahren der Jesusbewegung ausübte. Das Ganze wird komplett negiert. Und wer das Ganze ignoriert, ignoriert einfach eine Tatsache über diese Bewegung und was daraus entstanden ist. Aber vielmehr wiederum im Film wird Frisbee als eine Art Held des christlichen Glaubens gefeiert und natürlich dazu gedrängt, ja, dass man ihn mag. Er spielt ihn ja sehr charismatisch, Jonathan Rumi. Er ist in diese Rolle gesetzt und macht natürlich diesen Charakter von Lonnie Frisbee sehr annehmbar. Ein anderer wichtiger Punkt, den man dabei auch beachten muss, ist, dass wenn das Ganze vom Heiligen Geist geleitet wäre, würden die Mainstream-Medien das Ganze nicht in einem solch positiven Licht aufgreifen. Denn bereits 1971, als Jesus Movement entstand, ist das Ganze ausgebrochen in den Medien, ja, den großen Media-Outlets, großen Medien, Verlagshäuser wie Life, Newsweek, Rolling Stones, die haben das Ganze abgedeckt in ihrer Berichterstattung. Und heute sieht man weitere große Media-Konzerne wie Fox News und so weiter, die das Ganze in einem sehr positiven Licht berichten. Was ganz deutlich zeigt, dass das Evangelium, was hier verbreitet wird und auch das Christentum, wie es dargestellt wird, dass es der Welt mit ihrem fleischlichen Denken absolut nicht anstößig ist. Und das gibt mir sehr zu denken. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, dass die Welt uns hassen wird, so wie sie ihn gehasst hat, weil er die Verkörperung von Wahrheit war und das Konträre
zum Fleischlichen, ja, weil er komplett immer geistlich war. Und er hat gesagt, dass wenn wir ihm wirklich nachfolgen werden, dann werden wir diesen Hass der Welt auch erfahren. Und das sind hier komplett zwei konträre Systeme, die aber in dem Film anders und durch diese Bewegung anders porträtiert wurden. Das ist auch der Grund, warum die Bibel uns ganz klar sagt, dass wir ohne Neugeburt, wo wir einen Geist bekommen, dass wir das Richtige tun wollen, dass wir wirklich Gott von ganzem Herzen gehorsam sein wollen. Und ja, das ist, ja, Heiligung bedeutet, das ganze Leben natürlich zu wachsen, keine Frage. Aber wenn dieser Geist nicht etabliert ist, dann ist es nicht der Heilige Geist, der in meinem Leben gewirkt hat. Nun, bereits in dem Studium Asbury und die falsche Erweckung der Neuzeit, wo die angebliche Erweckung und Ausgießung des Heiligen Geistes eben biblisch hinterfragt wird, schaut euch das bitte an, wenn ihr es noch nicht getan habt, da gehe ich bereits ein auf das zweite Tier aus Offenbarung Kapitel 13 und erkläre dort, dass dieses zweite Tier gleichzustellen ist mit dem falschen Propheten aus der biblischen Prophetie. Und das ist ganz interessant, weil wenn wir uns einmal anschauen, wie Amerika gegründet wurde, dann haben wir gesehen, dass Protestanten aus Europa geflüchtet sind, nämlich vor dem päpstlichen System, wie in dieser Karikatur hier sehr gut dargestellt wird, die einfach mörderische, reißende Biester waren und Protestanten in die Millionen abgeschlachtet haben, weil sie auf der Bibel sich gründen wollten. Aber sehr schnell ist dieser Geist leider auch umgeschwappt in den Protestanten in Amerika. Viele haben selber angefangen, untereinander zu verfolgen. Und der Punkt war, dass sie dann, als die wirklich letzte große Erweckung 1844, die Adventbewegung, stattgefunden hat, dass viele dieser Protestanten, die Masse der Protestanten, wie es immer ist, viele, dass sie dieses große Licht damals verworfen haben. Ihr könnt übrigens wieder darüber lesen in dem Buch Vom Schatten zum Licht, was ihr bei Projekt7.media euch kostenlos bestellen könnt. Und diese Ereignisse, dieses Ablehnen des Lichtes hat dazu geführt, dass der Protestantismus in tiefe Dunkelheit geraten ist bis zum heutigen Tage. Und was sie zum falschen Propheten macht. Nun möchte ich auch ganz klar sagen und es wieder ins Gleichgewicht bringen, das haben wir eben auch schon erwähnt, dass nicht jeder, der in den protestantischen Kirchen ist, getäuscht ist, ja, dass es dort keine wahren Nachfolger gibt. Keine Frage, Jesus sagt nochmals, er hat seine Schafe überall. Und deshalb ruft er sie auch raus durch die dreifache Engelsbotschaft in Offenbarung 14 und Offenbarung 18, der Ruf aus Babylon herauszukommen. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Videos mache, nicht um jemanden schlecht zu machen oder diese Leute in diesen Bewegungen, die vielleicht ehrlich sind, einfach generell, ja, über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das ist alles schlecht. Der Punkt ist aber, dass viel Licht verworfen wurde und dass nicht die Fülle der gegenwärtigen Wahrheit, die wir heute brauchen, damit wir fest gegründet sind aufgrund dieser Endzeittäuschungen, dass das einfach nicht, dieses Licht dort nicht gegeben ist. Und Menschen aber dorthin geführt werden sollen. Jesus sagt deshalb, kommt heraus aus ihr, mein Volk, aus Babylon heraus, wo nicht das ganze Licht ist und wo diese ganzen falschen Dinge einfach verbreitet werden. Ja, der Punkt ist auch, dass die Bibel uns eben sagt, dass dieser falsche Prophet, dieser abgefallene Protestantismus, dass sie ein Bild schaffen werden, dem ersten Tier aus Offenbarung 13. Was bedeutet, dass eine Kirchenstaat-Vereinigung stattfinden wird und dass diese gebraucht wird, um das Mahlzeichen des Tieres in die Welt zu führen. Und dass dann die Verfolgung kommt. Auf wen? Offenbarung sagt uns, auf die, die die ganzen Gebote Gottes halten, das Zeugnis Jesu haben, den Geist der Weissagung, den wahren Geist der Weissagung und die das Zeugnis, Entschuldigung, die den Glauben Jesu haben. Da geht die Verfolgung hin. Damit das geschehen kann, muss auch der Katholizismus natürlich immer mehr in ein günstigeres Licht verpackt werden, ja? Wie wir es eben von Billy Graham auch gehört haben. Bevor sie diese Kraft, natürlich wieder diese Macht erhalten können, die sie einst hatten für 1260 Jahre. Und wenn wir jetzt nur mal ein paar Punkte herausnehmen, wir könnten hier viel Zeit verbringen, aber dann sehen wir, dass genau das geschieht. Schauen wir zum Beispiel das Ereignis 2015, als der Papst dort als religiöse Instanz, der aber auch eine staatliche Instanz ist, im US-Kongress gesprochen hat und die Leute applaudiert haben, egal ob Protestant, Katholik oder Buddhisten, die sind alle aufgestanden, habt ihr es gesehen, wie sie ihn gefeiert haben. Denkt mal wirklich darüber nach, ja. Das ist auch der Grund, warum wir niemals von Billy Graham irgendwas Negatives über den Katholizismus hören und auch Greg Laurie und diese Leute, wir nie irgendwas hören über den Katholizismus, dass es biblisch einfach verwerflich ist. Selbst im ersten Teil haben wir ja auch gesehen, wie Lonnie Frisbee sich selbst als katholischer Mystiker dargestellt hat und dass er in Gunst war von Leuten wie Franziskus von Assisi.
Und wenn wir uns einmal anschauen, wie auch in Amerika sich katholische Universitäten und auch vor allem jesuitische Universitäten verbreitet hat, das ist sehr, sehr interessant, weil Erziehung ein ganz wichtiges Thema ist, weil es etwas mit uns macht. Ja? Erziehung, biblisch verstanden, betrifft den ganzen Menschen, Körper, Seele und Geist. Und Erziehung, wahre Erziehung, biblisch verstanden, nicht nur einfach Bücher wissen, sondern einen Menschen praktisch auszubilden, führt immer zur Charakterveränderung. Es führt immer, weil Charakterveränderung Erlösung bedeutet. Charakterveränderung ist absolut gleichzusetzen mit meiner Erlösung. Ja? Das ist wirklich wahre Heiligung. Und daher wissen die Jesuiten vor allen Dingen und die katholische Kirche, wie wichtig in dem Sinne Erziehung ist, um Menschen wirklich in eine gewisse Richtung zu lenken. Und wenn wir uns dann eben anschauen, wie die katholische Kirche sich da verbreitet hat, wie sie Fuß gefasst hat in Amerika, in die Köpfe der Menschen hineinzukommen durch ihr Schulsystem, ist interessant. Wenn man darüber nachdenkt, Amerika ist wann gegründet worden? Offiziell am 4. Juli, Independence Day, Unabhängigkeitstag 1796. Und wisst ihr, wie viele Jahre es gebraucht hat, bis die erste katholische Universität gegründet wurde? Oder vielmehr sogar die erste jesuitische Universität? Das war exakt 1789. 13 Jahre hat es nur gedauert, bis die erste jesuitische Universität sich in Amerika Platz gefunden hat, sich etabliert hat. Und viele Präsidenten von Georgetown University, so ist ihr Name, besteht heute noch, abgegangen ist und von anderen katholischen Universitäten und jesuitischen Universitäten natürlich, dort ihre Ausbildung erhalten haben, auch andere Leute, die sehr viel Einfluss haben heute in der Welt, die dort an diesen Städten ausgebildet worden sind und heute die Entscheidungen für die Welt treffen. Aber ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zuge ist sehr interessant, der dann stattgefunden hat. Und zwar ist sehr interessant, dass man geschichtlich ganz deutlich nachvollziehen kann, dass ungefähr bis in das Jahr 1920 herum der Protestantismus, egal ob es jetzt, welcher Denomination die Menschen angehört haben im Protestantismus, aber der Protestantismus an sich, die Menschen sich einig waren, dass der in der Bibel beschriebene, die antichristliche Macht dort, das Papsttum ist. Aber seit den 1920er Jahren sind neue Bücher herausgekommen, seht ihr zwei davon, gibt es mehr, die einfach leugnen, dass der Katholizismus, dass das Papsttum die antichristliche Macht ist. Und obwohl es heute immer noch Protestanten gibt in diesen Kirchen, die das Papsttum und den Katholizismus als nicht biblisch betrachten, keine Frage, diese Leute gibt es, sehen sie sie trotzdem nicht mehr als antichristliche Macht. Ich erinnere mich noch daran, dass ich vor einiger Zeit einen Bericht mir angeschaut habe von einer, wie ich glaube, sehr ehrlichen, treuen protestantischen Gruppe, einem Missionswerk, die ganz klar aufgezeigt haben, warum der Katholizismus nicht biblisch ist. Und das sage ich als ehemaliger Katholik. Ich konnte da voll mitgehen. Am Ende des Videos, als dann die Frage gestellt wurde, wer der Antichrist ist, nachdem sie all das aufgedeckt haben, 100% richtig gezeigt haben, am Ende des Videos nach dieser Frage, wer ist jetzt der Antichrist, haben sie dann gesagt, ja, das ist uns nicht ganz klar. Das ist passiert. Da ist was in den Köpfen der Protestanten geschehen. Nicht nur die Verwerfung des großen Lichtes, der Adventbewegung von 1844, die aber dann dazu geführt hat, und diese Etablierung des Schulsystems des Katholizismus in Amerika, was Protestanten dazu geführt hat und durch diese Bücher, die geschrieben worden sind, Bücher einer neuen Ordnung, die dazu geführt haben, dass der Katholizismus eben jetzt in Gunst steht bei vielen Protestanten. Ja? Wir haben die Aussagen gehört von Billy Graham, die nicht mehr gegen Katholizismus predigen. Wir hören fast niemanden dagegen mehr predigen. Das ist, und da geht es nicht um die Menschen, es geht um das System. Ja? Es hat etwas Zeit gebraucht, sicherlich, aber die Jesuiten haben ein sehr, sehr effektives Werk geschaffen unter den protestantischen Kirchen, vor allen Dingen in Amerika, aber auch bei uns. Auch eine weitere Lehre, die in vielen protestantischen Kreisen, nicht in allen, aber in vielen protestantischen Kreisen Einlass erbeten hat und auch bekommen hat, ist die falsche Lehre der geheimen Entrückung, die auch Chuck Smith unter anderem gelehrt hat. Wir haben uns schon Tim LaHaye angehört, der diese ganze Left Behind-Serie herausgebracht hat, die übrigens in die Millionen verkauft wurde und durch Filme, mehrere Filme,
dargestellt wurde. Aber wenn wir auch diese Thematik studieren, nämlich einer angeblichen geheimen Entrückung, ist interessant, woher das Ganze geschichtlich kommt. Das ist nämlich gegründet worden von einem Jesuitenpriester, Manuel de la Cunza, Jedias. Er ist der Autor dieses Gedankens, er hat ein Buch rausgebracht, das Kommen des Messias in Majestät und Herrlichkeit, und er hat bereits sehr früh diesen Gedanken verbreitet. Das Ganze ist dann übersetzt worden in die englische Literatur, und zwar von einem schottischen Prediger mit dem Namen Edward Irving. Und das war ein sehr einflussreicher Prediger gewesen. Der hat die geheime Entrückung ins Englische übersetzt und sehr populär gemacht. Er hatte übrigens zu tun mit einer Frau mit dem Namen Margaret McDonalds, die angeblich Visionen von Gott bekommen hat als 15-Jährige, kommt aus Glasgow, die 1830 behauptete, eben Visionen von Gott zu empfangen und die den Glauben an die geheime Entrückung bestätigen würden. Und dadurch haben diese falschen Visionen diesen falschen Glauben bekräftigt. Als nächstes sehen wir dann in der Geschichte, dass es John Nelson Darby war, der als führende Persönlichkeit der Brüderbewegung übrigens bekannt geworden ist. Der hat Irvings Übersetzungen von La Cunzas Buch gelesen. Der hat auch übrigens viel Zeit mit Margaret MacDonald verbracht. Und er hat das Ganze dann bekannter gemacht. Wir kommen da gleich zu. Was ich aber erstmal sehr interessant finde an diesem Punkt ist, wie sich die Geschichte wiederholt. Ist nichts Neues unter der Sonne. Ja? Lonnie Frisbee, wer in Kontakt war mit Catherine Kuhlman, die größte Glaubensheldin für ihn war und von ihr auch diesen oder viel von diesen ganzen satanischen, dämonischen Praktiken übernommen hat, den Mantel von ihr, haben wir gehört, genommen hat, den Dienst weitergeführt hat von Catherine Kuhlman. Wir sehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wiederholt sich immer wieder, wie Satan diese Leute zusammenbringt und dann diese falschen Lehren verbreitet. Im nächsten Schritt, wie das Ganze verbreitet wurde, ist sehr stark geschehen durch Cyrus Ingerson, der ein US-amerikanischer Jurist und Theologe war, nämlich durch seine sehr bekannte Schofield Reference Bible, wo eben Anmerkungen in dieser Bibel über die geheime Entrückung sehr stark verbreitet wurden. Und wenn wir jetzt eben heute aktuell mal schauen, wie das aussieht, im amerikanischen Protestantismus, aber nicht nur alleine dort, sondern eigentlich weltweit, kann man sagen. Aber ich habe hier eine Umfrage, die ich euch zeige, wo eben Menschen gefragt wurden, wann kommt der Antichrist, wer ist der Antichrist, wann taucht er auf und so weiter. Das ist einfach eine Tatsache, dass Katholiken es historisch waren, die den Protestanten Glauben gemacht haben, dass der Antichrist nicht die katholische Kirche und das Papsttum ist, sondern dass dieser Antichrist vielmehr irgendwann mal in der Zukunft kommt. Und dass dann irgendwann die 7 Jahre Trübsalzeit kommen in der Zukunft, die übrigens nicht zu trennen ist in Daniel Kapitel 9. Es ist eine Prophetie der 70 Wochen. Nirgendwo in dem Text steht da, dass ich die letzte Woche nehmen kann und setze sie einfach irgendwo in die Zukunft. Nirgendwo. Aber es wird einfach so stark verbreitet und angenommen, selbst von Leuten, die ich gesehen habe, die wirklich sonst im Protestantismus sehr sauber stehen. Ja, die nicht von meiner Denomination sind, aber die sehr sauber stehen in vielen Dingen. Auch dieses Missionswerk, was ich eben angesprochen habe, die ganz klar über den Katholizismus das aufdecken, aber auch in diesem falschen Denken sind, dass irgendwann dann die 7-jährige Trübsalzeit in die Zukunft kommt und dass nach 3,5 Jahren dann der Tempel wieder aufgebaut wird, der Antichrist dann erscheint und sich dann hineinsetzt und so weiter. Es ist aus der Feder von Jesuiten. Man kann es historisch ganz klar nachweisen und dennoch wird es selbst von stark konservativen Protestanten, haben diese Idee übernommen, was durch den Katholizismus weit verbreitet wurde. Und ja, nicht nur das alleine. Auch natürlich immer noch, ja, der falsche Anbetungstag, ein heidnischer Anbetungstag, wir sprechen hier vom Sonntag, der ganz nachweislich übernommen wurde von der katholischen Kirche, von den Cäsaren damals, die auch ihre Hauptgötter am Sonntag angebetet haben. Und natürlich früher, ja, der ganze Sonnenkult, Baalskult, Ashtara, alles Sonnenkult gewesen. Und das hat sich heute in der modernen Zeit sozusagen manifestiert in der Anbetung des Sonntags. Das ist geschichtlich auch alles nachzuvollziehen. Könnt ihr auch übrigens nachlesen in diesem Buch Vom Schatten zum Licht. Und die Protestanten in Massen folgen der katholischen Kirche immer noch an diesem Punkt nach. Und verstehe nicht, dass die Bibel sagt, dass es der Feind Nummer 1 ist, der vom Satan gebraucht wird und wieder zur vollen Macht aufsteigen wird, zur vollen Kraft, und dann wird die Verfolgung losgehen. Und zwar auf die, die eben beschrieben werden, die alle Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben und das Zeugnis Jesu. Die Bibel sagt uns das ganz deutlich. Die Bibel sagt uns auch in Offenbarung Kapitel 17,
Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Nun, das katholische System, wir sprechen nicht von einzelnen Menschen dort, das System, das Papsttum, ist die Mutter der Hurerei. Was bedeutet, dass diese Mutter Töchter hat, und zwar die abgefallenen protestantischen Kirchen, die das große Licht der Adventbewegung abgelehnt haben und deshalb heute mehr oder weniger in diesen Irrlehren drin sind. Da gibt es natürlich Unterschiede, ist klar, das haben wir schon gehört. Was hat das Ganze jetzt mit dieser Bewegung zu tun und dem Film Jesus Revolution, um jetzt den Kreis zu schließen, was wir gerade studiert haben? Ja, genauso wie, glaube ich, in Asbury, das Ganze geplant war, wenn man das studiert, deshalb schaut euch diesen Vortrag bitte an, dass das Ganze geplant war, wirklich von der katholischen Kirche, um die Ökumene zu pushen, so sehen wir auch, dass eben Jesus Revolution, die Bewegung damals und auch der Film heute dazu genutzt werden, von der katholischen Kirche, um Ökumene voranzubringen, die die Bibel ganz klar, ja, absagt. Lest mal Nehemia Kapitel 6, Vers 2 und fortlaufende Verse. Die Bibel sagt ganz klar, dass das eine Endzeit, satanische Endzeitagenda ist. Weil dieser Film auf eine sehr gewiefte Art und Weise eben den Katholizismus pushen wird und in die Köpfe der Menschen mehr hineinbringen wird. Wir werden das gleich noch deutlicher verstehen. Wenn ihr mal eine Reise gemacht habt nach Rom oder das vielleicht vorhabt, dann geht unter anderem mal, es gibt viele Plätze dort zu sehen, aber unter anderem geht auch mal ins Forum Romanum und studiert das, die heidnischen Tempel, die dort waren, die einfach vom Katholizismus mit ihren Praktiken übernommen wurden. Was wir hier sehen, ist Heidentum versteckt im Christentum, dass sich die römisch-katholische Kirche ein Mäntelchen angezogen hat, was christlich aussieht, aber in seiner innersten Natur absolut durchweg durchdrungen ist vom Heidentum. Eine Reise nach Rom und auch ins Forum Romanum und viele andere Dinge, die man dort natürlich in Rom sehen kann, zeigt das einfach, dass das der Fall ist, dass es einfach einen Übergang gab vom Heidentum in den Katholizismus hinein. Es ist ein Übergang. Daniel Kapitel 8, wo es über das Tägliche spricht, zeigt das übrigens auch auf. Es ist ein reiner Übergang vom Heidentum ins Christentum sozusagen.